herzlich willkommen zum diesjährigen vierten Symposium der Stiftung Recht und Gesellschaft mit dem Thema Die Skandalrepublik, die Rolle der Medien zwischen Information und Skandalisierung. Das habe ich so sehr geübt. Das Symposium findet dieses Jahr zum zweiten Mal in dem Max-Joseph-Saal der Residenz statt. Vorher waren wir zu Gast in der Akademie der Bildenden Künste. 2012, beim zweiten Symposium, habe ich Ihnen und mir gewünscht, dass dieses Symposium zu einer Tradition wird. Heute, bei der vierten Veranstaltung, bin ich so vermessen zu sagen, es ist schon eine. Und wir freuen uns besonders, dass auch dieses Jahr die Zahl der Anmeldungen, die der verfügbaren Plätze, deutlich überstiegen hat. Ganz anders als bei den Veranstaltungen, bei denen wir über unsere Disziplinen Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung und Family Office sprechen. Warum dieses Jahr die Skandalrepublik, die Rolle der Medien zwischen Information und Skandalisierung? Bei der Auswahl dieses Themas standen wir unter dem Eindruck der Bundestagswahl 2013, bei der die Skandalisierung in der Berichterstattung der Medien eine noch größere Bedeutung hatte als früher. Und Sie können das Thema auch auf andere Bereiche ausdehnen, zum Beispiel die Berichterstattung über prominente Steuernachzahler. Wir konnten auch dieses Jahr wieder drei versierte Referenten gewinnen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Den Anfang macht heute Herr Professor Dr. Hans-Matthias Kepplinger. Sein Thema lautet die Mechanismen der Skandalisierung, warum viele untergehen und einige überleben. Fast ein bedrohlicher Titel. Herr Professor Kepplinger war von 1982 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2011 Professor für empirische Kommunikationsforschung an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und Leiter des dortigen Instituts für Publizistik. Professor Kepplinger arbeitete über viele Jahre eng mit der Grande Dame der Demoskopie Elisabeth Nölle-Neumann zusammen und hat zahlreiche Analysen der Medienberichterstattung durchgeführt, um Wechselwirkungen zwischen Veränderungen in der Gesellschaft, ihrer Darstellung in den Medien und ihren Auswirkungen auf die Bevölkerung zu untersuchen. Professor Kepplinger hat zahlreiche Publikationen zu diesem Thema verfasst, zuletzt 2012 in seinem Buch mit eben diesem Titel Die Mechanismen der Skandalisierung im Olzog Verlag. Ich muss Ihnen jetzt leider sagen, als ich das Wort Olzog Verlag las, umfing mich etwas Wehmut, denn mein Partner Jürgen Peters, der hier vorne sitzt, hat 1973 seine Promotion über einen Titel, den ich mich hier nicht auszusprechen traue, geschrieben. Und dann kam irgendwann in der Mitte der 80er Jahre, kamen bei uns drei Kisten an vom Olzog Verlag. Und der Olzog Verlag stellte die Frage, ob Herr Peters bereit wäre, den Inhalt dieser drei Kisten, das waren circa 800 Bücher, die dummerweise nicht verkauft worden waren, zu einem sehr günstigen Preis anzukaufen oder ob die Bücher vernichtet werden sollen. Ich weiß nicht genau, Jürgen, was du gemacht hast mit den 800 Exemplaren. So viel. Also freuen wir uns umso mehr, dass der Olzog Verlag offensichtlich wirtschaftlich gut überlebt hat, dank der Bücher von Professor Kepplinger vermutlich. Ja, nach Professor Kepplinger hören wir Herrn Professor Dr. Heribert Prantl zu dem Thema Einfluss oder Macht, Meinung oder Manipulation, die Verantwortung der Medien, insbesondere für die Politik. Herr Professor Prantl ist den meisten Anwesenden aus seiner Tätigkeit für die Süddeutsche Zeitung bekannt. Dort begann er seine journalistische Laufbahn 1988 als politischer Redakteur, leitet seit 1995 das Ressort für Innenpolitik und ist seit Januar 2011 Mitglied der Chefredaktion. Und damit Sie wissen manchmal, warum Sie so scharfe Sätze bei Herrn Prantl lesen, muss ich Ihnen sagen, bevor er zur Zeitung kam, war er, nachdem er Jura in Regensburg studiert hat, Rechtsanwalt sowie Richter an bayerischen Amts- und Landgerichten und auch Staatsanwalt. Ich hoffe, das erklärt einiges für die, die noch nicht wussten, was ihre Ausbildung ist. Und ich habe auch noch gelesen, dass 2006 der Altbundeskanzler Schröder sie als den dritten Senat des Bundesverfassungsgerichtes bezeichnet hat. Dazu passt jetzt auch das vorgestern im Gasteig vorgestellte neueste Buch von Herrn Prantl, Glanz und Elend der Grundrechte. Was mich erstaunt hat, dass die Vorstellung des Buches interessanterweise unser ehemaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber übernommen hat, von dem ja bekannt ist, dass er mit Ihnen zu einigen Fragen des Grundgesetzes nicht immer einer Meinung ist. Das trat ja auch vorgestern wieder zutage. Wir sind also auch auf Ihren Vortrag sehr gespannt, Herr Prantl. Und dann haben wir als dritten Referenten Herrn Peer Steinbrück.
Herr Steinbrück, Sie vorzustellen, gebietet die Höflichkeit, nicht aber die Sorge, dass irgendjemand hier im Saal nicht weiß, wer Sie sind. Peer Steinbrück ist bereits mit 22 Jahren 1969 in die SPD eingetreten, hat Volkswirtschaft in Kiel studiert und danach diverse Positionen in der Politik gehabt, bis Herr Steinbrück 2002 Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen wurde. Und dann danach, 2005, das wissen Sie sicher alle noch, wurde Peer Steinbrück Bundesfinanzminister in der Großen Koalition bis 2009. Als dann die Große Koalition zu Ende ging, wurde Herr Steinbrück Mitglied des Deutschen Bundestages, das ist er bis heute noch, und von seiner Partei zum Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2013 gekürt. Das Wahlergebnis im September 2013 führte dazu, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin blieb und Peer Steinbrück erklärte, dass er in der neuen Regierung keine Position übernehmen wird. Er gehört jedoch, wie gerade erwähnt, weiter dem Bundestag an und ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Peer Steinbrück setzte sich nach der Wahl mit der Rolle der Medien im Wahlkampf auseinander. Empfehlen kann ich hier sein Interview mit der Zeit vom 21.11.2013 mit dem interessanten Titel »Der Fisch ist noch nicht gebürstet«. Vielleicht erklärt uns Herr Steinbrück hinterher mit einem halben Satz, was wir genau darunter zu verstehen haben, wenn ein Fisch dann gebürstet ist. Aber heute freuen wir uns auf Ihren Vortrag von Fairness und Fouls, wer macht in Zukunft noch Politik? Und nach den Vorträgen der drei Referenten, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es dann noch eine Podiumsdiskussion, moderiert von meinem Partner Stefan Groß, in dem wir einige Aspekte der Referate nochmals beleuchten wollen. Genießen Sie den Abend mit uns und ich darf nun Herrn Professor Dr. Keplinger hier an das Rednerpult bitten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schönberger, für diese freundliche Einführung. Ich will das in 7 Punkten behandeln, mein Thema, und meine erste Frage ist, was ist ein Skandal? Umgangssprachlich bezeichnen wir vieles als Skandal. Die Erhöhung der Fahrpreise, die Verspätung der Bundesbahn, Zustände in öffentlichen Toiletten. Jeder nennt das Skandal, was ihn besonders ärgert. Ein Skandal im hier behandelten Sinn ist dagegen die empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Missstand, der Konsequenzen erfordert. Skandale in diesem Sinn weisen 6 Merkmale auf. Erstens, bei dem Missstand kann es sich um Tod und Leid von Menschen und Tieren handeln, um die Verletzung von Werten und Normen und anderes. Und diese Werten und Normen, die sind von Land zu Land verschieden. Deshalb konnte Gerhard Schröder trotz einer kurz zurückliegenden Affäre Bundeskanzler werden, während Bob Dole als US-Präsidentschaftskandidat in einem Skandal unterging, weil er 24 Jahre zuvor eine außereheliche Affäre hatte. Zweitens, der Missstand wurde durch Menschen verursacht. Ist er eine Folge eines natürlichen Ereignisses oder eines Zufalls, wird er nicht zum Skandal. Deshalb wurde der Reaktorunfall in Fukushima zu einem Skandal, nicht aber der Tsunami, der weitaus mehr Menschenleben gekostet hat. Drittens, die Verursacher der Schäden haben tatsächlich oder auch nur vermeintlich aus eigennützigen Motiven gehandelt. Deshalb wurde das finanzielle Gebaren von Christian Wulff zu einem großen Skandal, nicht aber das weitaus bedeutendere Versagen von Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH. Viertens, die Verursacher kannten die Folgen ihres Verhaltens und hätten auch anders handeln können. Sie haben deshalb die Missstände nicht nur im kausalen Sinn verursacht, sie sind moralisch dafür verantwortlich. Als Folge des Otto-Nitto-Anison-Unfalls gab es 1993 bei der Höchst AG keine Toten oder Verletzten. Dagegen kamen im gleichen Jahr beim Absturz einer Lufthansa-Maschine in Warschau 2 Menschen ums Leben. Im ersten Fall hätte der angetrunkene Mitarbeiter anders handeln sollen und können. Im zweiten Fall hatte der Pilot wegen der herrschenden Scherenwinde keine Chance. Deshalb wurde der erste Fall zu einem großen Skandal, aber nicht der zweite. Fünftens, die Medien stellen das Geschehen sehr intensiv und weitgehend übereinstimmend dar. Nur dann erreicht die Berichterstattung viele Menschen, erscheint ihnen bedeutsam und ruft Empörung hervor.
Deswegen führte die Anprangerung des Plagiats von Karl Theodor zu Gutenberg zu einem großen Skandal. Die diffuse Kritik an den pädophilen Selbstbekenntnissen von Daniel Cohn-Bendit aber nicht. Sechstens, die Angeprangerten haben sich schuldig gemacht und deshalb müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden. Ihre Schuld erfordert Sühne, schmerzhafte persönliche Konsequenzen, Schließung von Betrieben, Vernichtung von Waren, Entlassungen, Rücktritte und so weiter. In Deutschland geht es bei der Skandalisierung meist um Geld und geldwerte Vorteile, gelegentlich um die NS-Zeit und ihre Folgen und seit einigen Jahren um Pädophilie. Und die Anlässe der Skandale um Geld bilden fast immer ganz geringe Vorteile, die in Frankreich oder in England, in Amerika niemanden interessieren würden. Typisch sind Skandale um Bonusmeilen, Urlaub-Upgradings, Urlaubseinladungen, Hotelrechnungen und ähnliche Fälle. Fälle, in denen es um große Summen geht, wie etwa bei den Skandalen um die neue Heimat und um Uli Hoeneß, sind extrem seltene Ausnahmen. Und besonders deutlich wird diese Fixierung der Deutschen auf Geldwertevorteile beim VW-Skandal. Zum Skandal wurde nicht, dass die Mitarbeiter ihre Frauen betrogen haben, sondern dass VW bezahlt hat. In Amerika wäre das gerade umgekehrt gewesen. Zweiter Punkt, Skandale und Missstände. Den meisten Skandalen liegen tatsächlich Missstände zugrunde. Allerdings werden nicht alle Missstände zu Skandalen. Jedes Jahr sterben in Deutschland 10.000 bis 20.000 Menschen an Infektionen, die sich in Krankenhäusern zugezogen haben. Die Medien berichten gelegentlich darüber. Ein Skandal hat keiner dieser Berichte ausgelöst. Nicht alle Skandale beruhen auch auf dem behaupteten Missstand. Der sechsjährige Josef, der in Sebnitz 1997 angeblich von Neonazis ermordet wurde, ist in Wirklichkeit an einem Herzfehler gestorben. Trotzdem wurde daraus ein großer bundesweiter Skandal. Und nicht alle großen Skandale beruhen auch auf großen Missständen. Auf dem Höhepunkt des BSE-Skandals waren 0,0004% der Rinder infiziert. Wie wahrscheinlich war es demnach, dass man sich durch den Genuss von Rindfleisch an VZK infizieren kann? Eine sachlich richtige Antwort gibt es bis heute nicht. Aber man hätte mindestens wissen können, es ist gefährlicher zu heiraten, als Rindfleisch zu essen, weil mehr Ehepartner sich umbringen, als an Rindfleisch sterben. Daraus folgt, es gibt einen kategorialen Unterschied zwischen Missständen und Skandalen. Man kann weder von der Größe der Missstände auf die Größe der Skandale schließen, noch von der Größe der Skandale auf die Größe der Missstände. Die größten Umweltskandale gibt es in Staaten, in denen die Umwelt am wenigsten geschädigt ist, den westlichen Industriestaaten. Die größten Umweltschäden gibt es in den Staaten, in denen es kaum oder überhaupt keine Umweltskandale gibt, in den Ländern der Dritten Welt und in China. Das trifft in ähnlicher Weise auch auf politische Skandale zu. Sie häufen sich nicht in den Staaten mit den größten politischen Missständen, sondern in den Ländern mit den effektivsten und transparentesten politischen Institutionen. Dritter Punkt, die Rolle der Medien. Die Medien decken keine Skandale auf. Schon diese Formulierung führt in die Irre. Skandale sind keine vorgegebenen Sachverhalte, die man mit einem Topf angebrannter Nudeln einfach nur aufdecken könnte. Die Medien skandalisieren Personen und Organisationen, indem sie Missstände als gravierende Folgen ihres schuldhaften Verhaltens darstellen. Und die Missstände selbst sind oft nicht neu. Sie sind meist schnell beweisbar und sie sind meist sachlich auch mehr oder weniger unstrittig. Das alles trifft aber auf die skandalträchtige Perspektive nicht zu. Sie ist neu, im engeren Sinn nicht beweisbar, weil es sich um Werturteile handelt und im Unterschied zu den Missständen aber sehr wirkmächtig. Die Freundschaft zwischen Christian Wulff und dem Ehepaar Gerkens war schon lange bekannt. Zum Skandal wurde sie erst als Bild und Spiegel einer Beziehung zu seinem Hauskredit aufgezeigt und Thorsten Denkler auf süddeutsche.de eine Verbindung zwischen Geld, Charakter und Amt hergestellt hatte. Zitat: Mit der Kreditaffäre hat Bundespräsident Wulff das Recht verwirkt, als moralische Instanz zu gelten. Wer Wulff kennt, weiß, dass es so kommen
musste. Er, Denkler, wusste es also schon vorher. Zwei Tage später schlug Frank Schirmacher in der FAZ in die gleiche Kerbe. Und damit war ein Schema etabliert, das die folgenden Recherchen und Interpretationen geprägt hat, von der Hausfinanzierung über Urlaubseinladungen, Freundschaften bis zum Bobbycar. Es ging immer um den Charakter von Wulff. Und deshalb halten jene, die ihn zu Fall gebracht haben, auch heute noch seinen Rücktritt für unvermeidlich, obwohl die meisten Vorwürfe, mit denen das Charakterbild gezeichnet worden ist, als übertrieben und völlig substanzlos herausgestellt wurden. Wichtiger als die Fakten ist das Schema. Bei fast allen Skandalen gibt es wenige Wortführer, viele Mitläufer, noch mehr Chronisten und ganz wenige Skeptiker. In den Medien, muss ich dazu sagen. Die Wortführer recherchieren meist intensiv, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen. Sie glauben an die Schuld des Skandalisierten, interpretieren ihre Informationen entsprechend und nutzen jede Chance, weil sie von ihrer Mission überzeugt sind. Ihr Erfolg hängt aber von den Mitläufern und Chronisten ab. Nur wenn die ihre Vorlagen aufgreifen, wird aus einem Skandalisierungsversuch wirklich ein Skandal. Die Mitläufer stützen sich auf die Informationen ihrer kundigen Kollegen, reichern die mit marginalen Details an und passenden Spekulationen. Die Chronisten bringen keine eigenen Wertungen ein, verleihen aber durch ihre Berichterstattung der Skandalisierung Glaubwürdigkeit und Gewicht. Die Skeptiker stellen die dominierende Sichtweise mit Argumenten und Fakten in Frage. Sie lösen aber bei ihren Kollegen keine nennenswerte Resonanz aus, sind aber trotzdem wichtig, weil sie die Grundlage für eine unabhängige Meinungsbildung der Leser, Hörer und Zuschauer legen. Vierter Punkt, Skandale und publizistische Konflikte. Warum musste Wulff zurücktreten, obwohl die Ermittlungen von 4 Staatsanwälten und über 20 Mitarbeitern des Landeskriminalamtes mehr als ein Jahr dauerten, aber keine strafrechtlich relevanten Tatsachen zutage gefördert haben? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Unterscheidung zwischen Skandalen und publizistischen Konflikten. In beiden Fällen werden tatsächliche oder vermeintliche Missstände angeprangert. In beiden Fällen scheinen die Fakten nach wenigen Tagen unstrittig zu sein, aber daneben gibt es gravierende Unterschiede. Bei Skandalen besteht nach kurzer Zeit ein Konsens in der Einschätzung der Ursachen und des Ausmaßes des Missstandes sowie in der Verantwortung der Urheber. Sie haben nach allgemeiner Überzeugung aus egoistischen Motiven, freien Stücken und in Kenntnis der Folgen gehandelt. Deshalb sind sie voll verantwortlich und müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Bei publizistischen Konflikten entsteht eine Auseinandersetzung über die kritisierten Sachverhalte. Ein Teil der Beobachter hält die Missstände nicht für so gravierend oder unvermeidbar. Oder er schätzt den individuellen Anteil der Kritisierten gering ein. Oder schreibt ihnen legitime oder altruistische Ziele zu, die ihr Verhalten in einem milden Licht erscheinen lassen. Ein anderer Teil, etwa gleich großer Teil, sieht das alles ganz anders. Und zwischen diesen entsteht ein Konflikt. Deshalb geht es im publizistischen Konflikt vor allem darum, wie das Urteil aussehen soll. Im Skandal steht das Urteil dagegen bereits fest. Es geht nur noch darum, wann und wie es exekutiert wird. Deshalb haben die Angeprangerten bei publizistischen Konflikten gute, bei Skandalen schlechte Chancen. Wie sah das publizistische Meinungsspektrum im Fall Wulff aus? In wichtigen Medien, darunter Bild, Spiegel, Fokus, Fernsehnachrichten, waren 41% der Aussagen über Wulff negativ, 2% positiv. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil sich einige prominente Politiker, Künstler und Journalisten für Wulff eingesetzt haben. Der Negativsaldo für Wulff betrug trotzdem -39%. Die Kritik an Wulff entwickelte sich zu einem Skandal, in dem seine Unterstützer ab Dezember 2011 kaum noch, wenn überhaupt, zu Wort kamen. Wie sah das publizistische Meinungsspektrum bei der Skandalisierung von Bundespräsident Rau aus in der Flugaffäre, bei der es um viel größere Summen ging als im Fall Wulff? Damals waren 14% der Aussagen negativ, ihnen standen 8% positive Aussagen gegenüber. Der Negativsaldo für Rau betrug folglich -6%. Er war nahezu ausgeglichen. Die Kritik an Rau mündete in einen publizistischen Konflikt zwischen ähnlich starken Lagern. Entsprechend waren die Folgen: Rau hat seine Skandalisierung im Amt überstanden, Wulff nichts. Mit der Sache selbst, nämlich den Kritisierten,
Finanzfragen hatte das alles wenig bis nichts zu tun. Fünftens, Selbsttäuschungen. Die unbeabsichtigten negativen Nebenwirkungen der Skandalisierung von Missständen sind eines von zwei großen Tabuthemen der Medien. Tatsächlich haben aber Skandalisierung in vielen Fällen ein breites Spektrum von negativen Nebenwirkungen. Zu diesen Nebenwirkungen gehören die Irreführung des Publikums durch übertriebene Darstellungen von Fehlern und Risiken, Stichwort BSE, die Verhaltenskonsequenzen solcher Irreführungen, vor allem durch emotionsgetriebene Reaktionen, Boykottierung von Fisch, Rindfleisch, Rucola, um einige bekannte Beispiele zu nennen, die finanziellen Kosten dieser Verhaltenskonsequenzen, und die sind zum Teil erheblich. So brach, um einen nicht einmal dramatischen Fall zu wählen, aufgrund falscher und übertriebener Warnungen beim EHEC-Skandal der Markt für mehrere Gemüsesorten ein, was die Existenz zahlreicher Landwirte nicht nur in Deutschland bedrohte und was die EU zur Rettung 227 Millionen Euro kostete. Zu den negativen Nebenwirkungen gehören auch fragwürdige politische Entscheidungen und deren Folgen sowie das schwindende Institutionenvertrauen der Bevölkerung. Ein Beispiel für fragwürdige politische Entscheidungen mit enormen finanziellen Auswirkungen ist der überhastete Ausstieg aus der Kernenergie aufgrund der Skandalisierung der Reaktorkatastrophe von Fukushima und ihrer Darstellung als typisch für die Kernenergie und nicht als charakteristisch für Japan, wie das in Frankreich und in England geschehen ist. Ein Beispiel für das schwindende Institutionenvertrauen ist der seit Jahrzehnten bestehende Zusammenhang zwischen der zunehmenden Skandalisierung von Politik und Politikern in den USA und Deutschland und der parallel dazu langsam wachsenden Politikverdrossenheit. Zwar kann man nicht schlüssig beweisen, dass die Politikverdrossenheit eine Folge der Skandale ist, aber man kann ausschließen, dass die Skandalisierung der Politik das Vertrauen in das politische System stärkt. Definitiv nicht der Fall. Das Gleiche gilt analog für das Vertrauen in Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit. Nächster Punkt, reziproke Effekte. Die Skandalisierung durch die Medien prägt nicht nur die Sichtweise der Masse der unbeteiligten Beobachter des Geschehens, sie besitzt auch massive Auswirkungen auf die Protagonisten der Berichterstattung. Diese, wie ich das nenne, reziproken Effekte, sind das zweite große Tabuthema der Medien. Falls Skandalisierte wie Horst Köhler und Uli Hoeneß ihre eigene Betroffenheit und die Betroffenheit ihrer Familien öffentlich machen, ruft es in den Medien, wenn es nicht gänzlich verschwiegen wird, eher Abwehrreaktionen als Anteilnahme hervor. Deshalb ist die Dunkelziffer hier sehr hoch. Fast alle Skandalisierten sehen sich aber auch dann als Opfer der Medien, wenn sie die Fehler zugeben, die man ihnen vorwirft. Und dieses Gefühl, Opfer der Medien zu sein, hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Der erste Grund besteht darin, dass die Masse der skandalisierenden Berichte neben zahlreichen richtigen auch zahlreiche falsche Behauptungen enthalten, gegen die sich die Skandalisierten nicht effektiv wehren können. Sie werden weder alle erreichen, die Informationen erhalten haben, noch werden sie alle Erreichten überzeugen können, weil sie nämlich selbst im Verdacht stehen, sich nur herausreden zu wollen. Der zweite Grund ist wichtiger, das ist der sogenannte fundamentale Attributionsfehler. Akteure erklären ihre Entscheidungen vor allem durch die Umstände ihres Handelns, die verfügbare Zeit, die vorhandenen Informationen, die rechtlichen Vorgaben und so weiter. Beobachter erklären das gleiche Geschehen vor allem mit dem Charakter und mit den Motiven der Handelnden. Das kann man experimentell zeigen, in Umfragen zeigen. Journalisten sind nun berufsmäßige Beobachter und sie stellen das Verhalten der Akteure entsprechend ihrer Rolle als Beobachter dar. Dadurch entsteht ein Widerspruch zwischen der Selbstwahrnehmung der Skandalisierten, die sich als Opfer der Umstände sehen, und der Berichterstattung der Medien, die sie als Täter darstellen, die problemlos auch anders hätten handeln können. Weil die Berichterstattung dem Publikum den Eindruck vermittelt, die Skandalisierten hätten aus Eigeninteresse rücksichts- und verantwortungslos gehandelt, rufen sie bei den Angeprangerten starke Emotionen hervor, vor allem Ärger und das Gefühl der Hilflosigkeit, auch bei den über 700 Richtern und Staatsanwälten, die ich mit Kollegen befragen konnte. Zu den Folgen gehören Stress und stresstypische Fehlreaktionen, das plötzliche Umschlagen einer trotzigen Verweigerungshaltung, die haben ja keine Ahnung, in eine panikartige Unterwerfung
unter die Forderungen der Medien. Beispiele sind die abrupte Entscheidung zur Abwrackung der brennbaren Land, der planlose Ausstieg aus der Kernenergie, Christoph Daums Haarprobe, Horst Köhlers Rücktritt. Alle Handelnden haben unter extremem Stress Entscheidungen getroffen, von denen sie wussten oder wissen konnten, dass sie sachlich nicht notwendig oder sogar falsch waren, weil sie gehofft haben, dadurch endlich den Angriffen zu entgehen. Die tiefere Ursache der oft unerklärlich erscheinenden Reaktionen von Skandalisierten besteht in der Notwendigkeit, die Bindung zu anderen Menschen aufrechtzuerhalten. Und dazu sind 4 Voraussetzungen erforderlich. Man muss die äußere Welt im Zusammenwirken mit den eigenen Bezugspersonen, den Freunden, den Kollegen, der Verwandten, Familie, sinnvoll interpretieren können. Man muss darauf vertrauen können, dass diese Personen das eigene Verhalten wohlwollend beurteilen und ernsthafte Anstrengungen entsprechend honorieren. Drittens, man muss glauben können, dass man bei allen Fehlern im Kern ein guter Mensch ist. Und man muss selbst davon überzeugt sein, dass man kompetent und leistungsfähig ist, weil nur so andere davon überzeugt werden können, dass es sich für sie lohnt, die Bindung aufrechtzuerhalten. Eine Skandalisierung durch den gleichlautenden Tenor fast aller Medien erschüttert, unabhängig davon, ob sie berechtigt ist, die Grundlagen der erwähnten Selbstgewissheit. Sie suggeriert dem Skandalisierten, dass er kein guter Mensch ist. Sie zerstört seinen Glauben, dass die Welt alles in allem gerecht ist und wohlwollend. Sie weckt Zweifel daran, dass er das Verhalten anderer noch einigermaßen sinnvoll abschätzen kann. Sie macht ihn durch die Fixierung auf die Angriffe zunehmend handlungsunfähig und sie führt zu der Gewissheit, dass er jede Kontrolle darüber verloren hat, wie andere ihn sehen. Dieser Eindruck wird nun massiv von anderen geprägt, ohne dass er dagegen effektiv irgendetwas unternehmen kann. Eine sichtbare Folge sind die erwähnten Panikreaktionen, die jeder Vernunft widersprechen und nur von dem Wunsch getrieben werden, den Makel abzuschütteln, die Isolation zu beenden und zu einem normalen Leben zurückzukehren. Mein letzter Punkt, der Nutzen des Schadens. Nach Ansicht der meisten Soziologen und Journalisten ist die Skandalisierung von Missständen ein Wert an sich, weil sie die Missstände beseitigt, die Geltung sozialer Normen bekräftigt und das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte der Gesellschaft stärkt. Das trifft auf einige bedeutende Skandale tatsächlich zu. Beispiele sind der Kondagan-Skandal, der Neue Heimatskandal und mit Abstrichen auch der CDU-Spendenskandal. Auf die weitaus meisten Skandale trifft es aber nicht zu. Denn der Glaube an die reinigende Wirkung von Skandalen beruht auf der Vernachlässigung und Leugnung ihrer Nebenwirkungen. Bei politischen Skandalen sind diese, nämlich die Nebenwirkungen, oft auch der verdeckte Hauptzweck der ganzen Unternehmung. Skandale sind an sich weder gut noch schlecht, nützlich oder schädlich. Für ein rationales Urteil über ihren Nutzen und Schaden muss man aber 2 Faktoren in Rechnung stellen, nämlich das Ausmaß der skandalisierten Missstände und die Größe der Nebenwirkungen einer Skandalisierung. Auf dieser Grundlage kann man eine einfache Kosten-Nutzen-Bilanz erstellen. Und dabei gilt, erstens, je größer die Missstände sind, desto verdienstvoller ist ihre Skandalisierung. Zweitens, je kleiner die Nebenwirkungen sind, desto eher ist die Skandalisierung gerechtfertigt. Und betrachtet man nun mit Hilfe dieser Unterscheidungen die Entwicklung der Skandalhäufigkeit im Verlauf der Zeit, dann kann man folgende beiden Folgerungen ziehen. Erstens, je größer im Lauf der Zeit die skandalisierten Missstände werden und je geringer die Nebenwirkungen der Skandalisierung sind, desto sinnvoller wird die Skandalisierung von Missständen. Ein Beispiel ist die Skandalisierung der Umweltschäden in den 60er und 70er Jahren. Hier ist ein Missstand immer mehr angewachsen und die Nebenfolgen, die man durch die Skandalisierung produziert, waren im Grunde vernachlässigbar im Vergleich zu den positiven Effekten, die man hat. Zweitens, je kleiner die skandalisierten Missstände werden und je größer die Nebenfolgen ausfallen, desto fragwürdiger wird die Skandalisierung der Missstände. Und Beispiele hierfür sind, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die Lebensmittelskandale der letzten 20 Jahre. Nie waren Lebensmittel weniger gefährlich in Deutschland als heute. Daraus folgt, Skandale sind in entwickelten und alles in allem erfolgreichen Demokratien und Wirtschaftssystemen nicht per se die Krönung des investigativen Journalismus.
Sie sind gelegentlich notwendige Ausnahmefälle. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Vielen Dank. Liebe Rechts- und Steuerkundige, meine sehr verehrten Damen und Herren, Macht, Meinung, Manipulation. Da denke ich erst einmal ans Fernsehen. Nicht ans Fernsehen überhaupt und generell, nein, ich denke jetzt nicht an den übermäßigen Einfluss der Politik auf die öffentlich-rechtlichen Sender, nicht an die vom Bundesverfassungsgericht neulich für grundgesetzwidrig erklärte überpolitisierte Besetzung der Aufsichtsgremien. Macht, Meinung, Manipulation. Ich denke an einen großen Film, der bei der ARD gestern am Mittwochabend und zuvor schon auf Arte gelaufen ist. Ich denke an den großen Film über die Spiegel-Affäre, die vor 52 Jahren im Herbst 1962 begann. Ich denke deswegen an diesen Film, weil die Spiegel-Affäre die deutsche Schlüsselaffäre ist, wenn es um Medien, Macht, Politik, Meinung und Manipulation geht. Mit der Spiegel-Affäre, die eigentlich Strauß-Affäre heißen müsste, begann hierzulande die aufgeklärte Demokratie. Gewiss, das Grundgesetz ist älter, es gilt seit 1949, in zwei Wochen feiern wir sein 65. Jubiläum. Und auch das Bundesverfassungsgericht, das sich um dieses Grundgesetz größte Verdienste erworben hat, existiert schon seit 1951. Aber Bürger, die sich nicht alles gefallen lassen, die gibt es in Deutschland erst seit dem Herbst 1962. Als damals Franz Josef Strauß, Verteidigungsminister der Regierung Adenauer und Chef der CSU, die Besetzung des Spiegel und die Verhaftung der führenden Köpfe des Hamburger Nachrichtenmagazins organisierte, da erwachte die Leidenschaft der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Die deutsche Demokratie, die da bis dahin noch ziemlich obrigkeitsstaatlich geprägt war, erwachte. Der geballte Angriff der Staatsmacht gegen den Spiegel war ein brachialer Angriff auf die Demokratie. Die Art des Vorgehens gegen den Spiegel ist ein für sämtliche Rechtsstaaten des 20. Jahrhunderts beispielloser Vorgang, kommentierte damals meine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung. Es sei dies eine Zeitbombe, um unter dem Mantel des Rechts eine periodische Druckschrift und ihre maßgeblichen Leute zur Strecke zu bringen. Die Bürger sahen das auch so. Sie gingen auf die Straße. Und nicht nur im Hamburger Schauspielhaus kam es zu Szenen wie dieser. Als bei der Don Carlos-Aufführung der Satz fiel, Sire, geben Sie Gedankenfreiheit, erhob sich das Publikum von den Sitzen. Die Bürger waren empört, entsetzt und erfolgreich. Sie ließen sich die Lügen von Strauß nicht bieten, die den Bundestag und die Öffentlichkeit tagelang mit Falschauskünften, ich habe mit der Sache nichts zu tun, zum Narren hielt. Sie ließen sich von Adenauer nicht für dumm verkaufen, der von einem Abgrund an Landesverrat schwadronierte, welcher aber in Wahrheit ein Abgrund von Rechtswidrigkeit war. Nicht der Spiegel ging ein, wie Strauß es gewollt hatte, sondern Strauß musste als Minister gehen und der Obrigkeitsstaat musste abdanken. Man muss Strauß sehr dankbar sein. Er hat die Bundesrepublik durch die Maßlosigkeit von 1962 demokratisiert. Es ist dies das unfreiwillige Verdienst eines Mannes, der die Republik atomar hatte aufrüsten wollen, der den Spiegel und seine Leute als die Gestapo im Deutschland unserer Tage bezeichnete, in einem Interview mit dem israelischen Blatt Haaretz, und der deshalb angeblich gezwungen war, gegen sie zu handeln. Strauß redete so, als habe nicht Rudolf Augstein, sondern er 103 Tage in Untersuchungshaft gesessen. Aber mit diesen Reden, und das ist mir bei dieser Rede und bei diesem Thema wichtig, mit diesem Reden und mit seinem Tun mobilisierte er zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die kritische Öffentlichkeit, deren Kritik von den Medien geleitet und gebündelt wurde und wird.
Die kritische Öffentlichkeit ist seitdem nie mehr richtig eingeschlafen. Sie wird wohl immer wieder müde, sie nickt immer wieder ein, dann schreckt sie auf, fährt hoch, haut um sich, Herr Steinbrück, erregt sich bisweilen über Skandale, die keine sind, Skandale, die wirklich welche sind, erkennt sie des Öfteren nicht oder viel zu spät. Aber das ist, denke ich, immer noch besser als die Obrigkeitsgläubigkeit der papierdemokratischen 50er Jahre. Mit und in der Spiegel-Affäre wurde das geboren, was man begrifflich und staatstheoretisch etwas problematisch, aber griffig vierte Gewalt nennt. Diese vierte Gewalt macht Fehler, wie die anderen Gewalten auch. Herr Kepplinger hat sie wunderbar beschrieben. Sie macht manchmal gewaltige Fehler, sie selbst diskreditierende Fehler. Manchmal agiert diese vierte Gewalt wie besoffen, manchmal wie sediert. Manchmal benimmt sie sich wie der Fanblock in der Südkurve des Fußballstadions. Alle rufen dann das Gleiche. Ich denke zum Beispiel an die Kommentierungen in den Zeiten des neoliberalen Hypes. Das ist dann nicht das, was man sich unter kritischer Öffentlichkeit, unter kritischer, aufklärerischer, veröffentlichter Meinung vorstellt. Gleichwohl. Ohne Presse, ohne Journalismus gibt es keine gute Demokratie. Die Presse ist mit ihren Stärken und trotz ihrer Schwächen systemrelevant. Die Medien sind systemrelevant. Das System, für die sie relevant sind, heißt Demokratie. Die Spiegel-Strauß-Affäre ist jetzt ein gutes halbes Jahrhundert her. In diesem halben Jahrhundert ist viel passiert. Die Welt der Medien hat sich grundlegend verändert. Das Internet hat sie internetisiert. Der mediale Informationsausstoß hat sich ungeheuer beschleunigt. Das Internet hat einen Echtzeitjournalismus geboren. In der Entwicklung des Journalismus hatten zuerst Telefon, Funk, Satellit, Radio und Fernsehen aus einer distanzierten Öffentlichkeit eine fast miterlebende Öffentlichkeit gemacht. Aber nur fast. Das Internet hat das fast beendet. Es hat, wie gesagt, den Echtzeitjournalismus geboren, dessen manchmal absurdes Kennzeichen der Live-Ticker ist, der auch dann tickert, wenn es eigentlich wenig zu tickern gibt. Die Hektik dieser Live-Tickerei der miteinander konkurrierenden Online-Redaktionen von Bild.de, Spiegel Online etc. pp. Und die eiligen und eiligsten Bewertungen, Meinungsäußerungen, Blogs, die diese Tickerei begleiten, setzt Journalisten und Politiker gleichermaßen unter Zugzwang. Das ist in dieser Form, in dieser Wucht und in dieser Massivität völlig neu. Das produziert eine Erregungsspirale, die sich immer schneller dreht, einen Erregungsstrudel, der immer heftiger saugt. Herr Steinbrück hat erlebt, wie das funktioniert. Und damit sind wir, wo sonst, beim Fall Wulff. Der Kollege Jörges vom Stern hat diesen Fall Wulff als den Urknall der hysterischen Republik bezeichnet. Urknall, das klingt so, als habe es vorher noch nie eine Hysterie gegeben. So ist es gewiss nicht. Aber der Fall Christian Wulff war ein hysterischer Exzess. Er hatte etwas Medienbestialisches. Es gibt Zeiten, so hat er schon zitierte Kollege geschrieben, da schleichen die Medien der Macht um die Beine wie schnurrende Kater. Erwacht aber die Bestie in ihnen, hat nicht nur die Macht, sondern auch die Öffentlichkeit Grund zur Furcht. Dieses Wulff-Drama, dieser mediale Exzess spielt sich ziemlich genau 50 Jahre nach der Spiegel-Strauß-Affäre ab. Der Maßlosigkeit der Politik folgt also ziemlich genau 50 Jahre später die Maßlosigkeit der Medien. Ist das die späte Rache der Medien an der Politik? Gewiss, andere Sachverhalte kaum vergleichbar. Verbindendes Element ist die Exzessivität, mit der sich jeweils eine Macht präsentiert und inszeniert. Medienmacht, Meinung, Manipulation. Man muss sich die Causa Wulff genau anschauen. Sie ist ein Lehrstück. 14 Monate nach dem Beginn der Ermittlungen, 14 Monate nach dem Rücktritt des Bundespräsidenten,
war von der Lawine der Schmähungen, Beschuldigungen und Verleumdungen des Christian Wulff strafrechtlich nur noch ein Schneebällchen übrig geblieben. Die Staatsanwaltschaft reute dieses Schneebällchen mühsam als Anklage zum Gericht. In der mündlichen Verhandlung schmolz auch noch das Schneebällchen hinfort. Aber die Staatsanwaltschaft tat den ganzen langen Prozess lang so, als sei es noch eine Lawine. Wulff wurde dann freigesprochen. Der Freispruch ist bekanntlich noch nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen ist. Das ganze Verfahren halte ich für eine rechtsstaatliche Schande, aber das spielt hier bei dem Thema nichts zur Sache. Aber man darf jetzt schon fragen, ist Wulff zu Unrecht zurückgetreten? Zu Unrecht in den Rücktritt getrieben worden? Müsste es nicht, wenn nicht Zeit und Umstände und sein Nachfolger Gauck über ihn hinweggegangen wären, einen Rücktritt vom Rücktritt geben? Eine juristische Restitutio in integrum, so wie sie seinerzeit vor 30 Jahren in den Vor-Internet-Zeiten im Fall des Vier-Sterne-Generals Günter Kissling es sie gegeben hat. Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hatte Kissling aufgrund von, wie sich alsbald herausstellte, haltlosen Gerüchten zum Sicherheitsrisiko erklärt und ihm die formlose Entlassung geschickt. Wörner musste den General wieder einstellen. Wie sähe eine Wiedergutmachung im Fall Wulff aus? Diese Fragen kann sich die Staatsanwaltschaft stellen, die monatelang fast sämtliche Kontaktpersonen Wulffs peinlichst und kleinlichst vernommen hat. Diese Fragen können, müssen sich auch die Medien stellen, die damals wochenlang, jeden Tag neue Unglaublichkeiten über Wulff berichtet und bisweilen so rauschhaft präsentiert haben, dass das Publikum nach anfänglich partiellem Widerwillen geneigt war, alles, aber auch wirklich alles Schlechte über Wulff zu glauben. Wer die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts liest, der erschrickt über die Selbstgerechtigkeit, die Missgunst, die Feindseligkeit und die Häme gegen Wulff, die dort zum Ausdruck kommen. Sie war die nun freilich paragraphengestützte Fortsetzung, die Fortsetzung der Selbstgerechtigkeit, der Missgunst, der Feindseligkeit und der Häme, die zuvor in den Medien geherrscht hatte. Auf den Skandalisierungsexzess der Medien folgte der Ermittlungsexzess der Staatsanwaltschaft. Der eine Exzess löste den anderen ab. Und es fehlte jeweils unter anderem die Selbstkontrolle. Man darf das bei allen Unterschieden, die es zwischen den einzelnen Zeitungen und Medien gab, wirklich so generell feststellen. Gewiss, auch in der Redaktion meiner Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, ist vehement diskutiert worden darüber, ob und wann es zu viel wird, mit einer immer versesseneren Berichterstattung über immer mehr angebliche Details von angeblicher Vorteilsannahme und Bestechlichkeit. Als es schließlich auch noch um ein Bobbycar für den Sohn Wulffs ging, genierte sich fast ein jeder und plädierte für Mäßigung und Einhalt. Ist Wulff nun also das unschuldig Ding, das halt für nichts zur Beichte ging? So ist es nun auch wieder nicht. Die Präsidentenkrise hat mit Fehlern Wulffs begonnen. Sie ist durch seine Versuche, Fehler, die nicht strafrechtlicher Art waren, zu vertuschen, geschürt worden. Sie hat zu lodern angefangen. Sie erinnern sich, als Wulff dem Chefredakteur der Bild-Zeitung entnervt auf die Mailbox sprach. Bei dem Versuch, seine Würde zu verteidigen, stellte er sich zu täppisch an. So täppisch, dass er die Würde des Amtes beschädigte. Er wurde zu einer Figur, mit der man Mitleid hatte. Gleichwohl, wenn man sich nachträglich durch die Aktenstapel von damals blättert, durch die Artikelstapel von damals blättert, stellen sich Verwunderung, Beklemmung und Bestürzung ein über die schiere Masse. Schon diese Masse kann den Eindruck erwecken, dass hier Macht ausgeübt werden soll. Schon in der Dichte und der Frequenz von Artikeln und Sendungen liegt eine Art von Gewalttätigkeit. Diese Art von Gewalt ist nicht gemeint, wenn von der Presse als vierter Gewalt die Rede ist. Es ist nicht Aufgabe der Medien, einen Rücktritt zu erzwingen. Ein Rücktritt ist nicht die den Medien zustehende Belohnung und Bestätigung für die Aufdeckung einer Affäre. Und ein Ausbleiben eines heftig geforderten Rücktritts ist kein Angriff auf die Freiheit der Presse. Die Causa Wulff ist, wie gesagt, ein Lehrstück für die Pressefreiheit. Diese Pressefreiheit ist nicht dafür da, Journalisten lustvolle und machtvolle Gefühle zu verschaffen. Sie ist nicht die Freiheit zur Selbstermächtigung und zur Selbstbefriedigung.
die in einem Rücktritt den Höhepunkt findet. Die Pressefreiheit ist ganz schlicht für die Demokratie da. Und Demokratie ist etwas anderes als eine Meute, die Beute will. Die Causa Wulff bleibt daher Anlass zur Gewissenserforschung. Dazu eignet sich am besten ein Satz von Paracelsus, dem großen Arzt aus dem 16. Jahrhundert, der eigentlich Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim hieß. Dosis sola venenum facit. Allein die Menge macht das Gift. Es darf das Gefühl für die Dosierung, es dürfen die Maßstäbe, es dürfen die grundlegenden Rechtsprinzipien nicht verloren gehen, zu deren Verteidigung die Pressefreiheit da ist. Zu den grundlegenden Rechtsprinzipien gehört auch die Unschuldsvermutung. Aber die Unschuldsvermutung hat ihre Unschuld verloren. Früher hat ein Trommelwirbel die Hinrichtung angekündigt. Heute leitet ein Medienwirbel das Ermittlungsverfahren ein. Sobald ein massiver Vorwurf, sei es der Steuerhinterziehung oder schlimmer der Kinderpornografie, öffentlich geworden ist, ist der Hinweis auf die Unschuldsvermutung wie der Versuch, ein Schaufenster mit einem Taschentuch abzudunkeln. Gewiss, man darf das Unschuldsprinzip nicht überfordern. Es fordert weder die Ermittler noch die Medien zu dem unmöglichen Kunststück auf, so zu tun, als sei ein Verdächtiger völlig unverdächtig. Sonst wären ja Durchsuchungen und andere Ermittlungsmaßnahmen unzulässig. Unschuldsvermutung heißt, alle Eingriffe dürfen nur so weit gehen, dass man sie gegenüber einem Verdächtigen, der in Wahrheit unschuldig ist, noch verantworten kann. Diese Verantwortung hat die Justiz, diese Verantwortung haben die Medien. Diesen Verantwortungen genügen sie zu oft nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ungut, wenn Übertreibungen ansteckend sind, wenn die Justiz, wie im Fall Hoeneß, mit einem Public Viewing im Gefängnis den Medienwirbel auch noch selber organisiert. Die Justiz hat, Sie erinnern sich, zu einem absonderlichen Tag der offenen Gefängnistür eingeladen, kurz bevor sich diese Tür hinter Hoeneß schließt. Das ist, um es juristisch zu formulieren, eine Aberratio, die sich als Befriedigung des öffentlichen Interesses tarnt. Wie gesagt, es geht um Verantwortung. Wenn wir die Medien wirklich als vierte Gewalt beschreiben wollen, es geht um Aufklärungsmacht, nicht um Vernichtungsmacht. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss man sich über einiges im Klaren sein. Jeder, der einmal mit einem Mikroskop gearbeitet hat, der weiß, unter einem Mikroskop kriegen auch Winzigkeiten ungewöhnliche Dimensionen. Und weil an dem Rädchen, an denen die Vergrößerung eingestellt wird, nicht der Wähler dreht, sondern die Bildzeitung oder eine andere Zeitung oder ein anderes Medium, hat der Wähler auch nicht das Gefühl für den eingestellten Vergrößerungsfaktor. Alles erscheint ihm gleich ungeheuerlich. Auch das führt zu einer Vergiftung der Sprache, zu einer Verrohung der Kritik, wie man sie im Internet und den dortigen Meinungsäußerungen gut beobachten kann. Es darf nicht jeder Kleinkram skandalisiert werden. Das macht eine Gesellschaft kaputt. Die Pressefreiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist wie ein großer Strom, wie der Rhein, wie die Donau oder der Nil. Nicht alles, was dort schwimmt, ist sauber, nicht alles, was dort treibt, ist kostbar. Die Pressefreiheit trägt wertvolle und wertlose Artikel und Sendungen, sie trägt anständige und anstößige Fotos, sie verträgt langweilige und provozierende Karikaturen, sie trägt luzide und saudumme Kommentare, sie trägt kluge Aufklärung und ungute Meinungsmache. Pressefreiheit unterscheidet nicht nach Qualität, sie darf es nicht, weil sonst der über die Qualität urteilt, nach seinem Gusto den Schutz der Pressefreiheit gewähren oder entziehen könnte. Pressefreiheit wäre dann kein Grundrecht, sondern ein Gnadenrecht, abhängig vom Geschmacksurteil der Urteiler. Pressefreiheit funktioniert also nicht nach dem Prinzip, mit dem Aschenputtel die Linsen sortiert hat, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wer Pressefreiheit unter den Vorbehalt politischer oder künstlerischer Qualität stellen will, macht sie kaputt. Die Grenzen der Pressefreiheit setzt nicht der Takt, sondern das Recht, das Strafrecht, das Zivilrecht, das Presserecht. Gleichwohl ist nicht alles, was nicht rechtswidrig ist, toll und begrüßenswert. Es hat seinen Grund, warum es das Grundrecht der Pressefreiheit gibt. Pressefreiheit ist die Voraussetzung dafür, dass die Demokratie funktioniert. Wird dieser Grundsatz nicht mehr geachtet,
wird das Grundrecht grundlos. Dann verlieren Zeitungen, dann verliert der Journalismus seine Zukunft. Es gehört nicht zum Kern der Pressefreiheit, ob und warum die Kanzlerin abnimmt oder ob sich ein Kanzler die Haare färbt. Es ist auch nicht der Kern der Pressefreiheit, über das Ehe- und Familienleben eines Politikers zu schreiben und über angebliche Affären. Und es ist auch nicht unbedingt Pressefreiheit, wenn die Medien sich zum Schoßhund der Mächtigen machen oder als deren Lautsprecher funktionieren. Und es ist auch keine Sternstunde der Pressefreiheit, wenn die Medien die politischen Lügen nicht hinterfragen, wie seinerzeit, als die Herren der Administration Bush Junior verkündeten, dass Saddam Hussein weg müsse, koste es, was es wolle, weil er Atomwaffen und sonstige gefährliche Massenvernichtungswaffen horte. Das Grundsätzliche sollte das Hauptthema der Medien sein, zumindest ein wichtiges Thema, aber sehr oft geht es um das Inszenatorische. Auch der politische Journalismus schaut oft so ähnlich aus wie eine Theaterkritik. Über Parteitage wird oft so berichtet, als handle es sich dabei um eine Art Varieté. Aber die Politik darf sich darüber gewiss nicht beklagen. Sie legt es darauf an. Sie will es so. Und sie beklagt es nur ausnahmsweise, wenn es ihr einmal nicht passt, wenn ihr also das Ergebnis nicht nutzt. Pressefreiheit verpflichtet. Sie verpflichtet dazu, den Dingen auf den Grund zu gehen, sich nicht mit der Oberfläche zu begnügen. Das gelingt immer noch. Das gelingt glücklicherweise immer wieder. Und solange es gelingt, ist mir trotz aller Unkenrufe um den Journalismus nicht bange. Ich danke Ihnen. Lieber Herr Schönberger, lieber Kurt Faltelhauser, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ein Norddeutscher davon spricht, dass der Fisch noch nicht gebürstet ist, dann heißt es, das ist noch nicht angerichtet und der Fisch kann noch nicht gegessen werden. Und das meinte ich auch damit, dass gewisse Erfahrungen, die ich im Umgang mit der vierten Staatsgewalt gemacht habe, auch noch nicht so ganz von mir verarbeitet worden sind aus den 51 Wochen, in denen es sehr viel unterschiedliche Berichterstattung über mich gegeben hat. Nun können Sie sich allerdings darauf verlassen, dass ich heute nicht zu Ihnen gekommen bin, um aus einer Haltung der Lamoyanz oder der beleidigten Leberwurstecke über das Verhältnis von Politik und Medien zu reden. Und ich stelle an den Anfang auch nach den beeindruckenden Worten von Heribert Prantl die klare Wahrnehmung von mir in den Raum, dass wir in Deutschland Gott sei Dank sehr viele Qualitätsmedien haben und dass ich kaum einen Politiker kenne, der die Pressefreiheit nicht als ein hohes Grundrecht bereit ist zu respektieren und als von konstitutiver Bedeutung für das Funktionieren dieser Demokratie empfindet. Ich füge hinzu, Herr Prantl, dass ich allerdings auch bei kaum einer anderen Branche die so intensive Erfahrung gemacht habe, dass sie ganz grandios im Austeilen ist und hochgradig empfindlich im Einstecken. Das nennt man, wie ich gelegentlich schon gesagt habe, in der Boxersprache, dass viele dieser Journalisten ein ausgesprochenes Glaskinn haben und sehr schnell K.O. gehen und in einer völlig wirren Wahrnehmung den Eindruck haben, dass bei einer Kritik dessen, was sie machen, was sie betreiben, was sie vorwärts bringen, übrigens auch in den Worten von eben, dem eben zitierten Herrn Jörges im Rahmen eines erstaunlichen Rudeljournalismus, sofort als Bedrohung der Pressefreiheit wahrgenommen und bewertet wird. Nichts ist unsinniger als das. Skandale, meine Damen und Herren, ich soll über Fairness und Fouls reden und wer macht in Zukunft noch Politik, das heißt die Auswirkungen dieser vierten Staatsgewalt auf die Politik, auf Politiker, auf die politische Klasse, wenn Sie wollen. Skandale hat es eigentlich schon immer gegeben, seitdem die ersten Gemeinwesen gegründet worden sind. Und ich gebe zu, Skandalisierung ist auch Ausdruck einer sehr kritischen Öffentlichkeit und wie ich schon gesagt habe, von konstitutiver Bedeutung für die Demokratie. Kein Zweifel. Die kann auch so aus Fehlern lernen, so wie wir aus manchen der tatsächlichen Skandale in der Geschichte der Republik hier auch gelernt haben. Sie haben, Herr Keppinger, eine dieser tatsächlichen Skandale, die nicht einfach willkürlich aufgeladen worden sind, genannt, ob das die neue Heimat gewesen ist, ob es die Spiegel-Affäre gewesen ist, ob es die Spendenaffäre gewesen ist, ob die Contergan-Affäre gewesen ist. Man kriegt ein gutes oder anderthalb Dutzend solcher Skandale dieser Dimension tatsächlich in der Geschichte der Republik zusammen.
Aber gerade deshalb, weil die Skandalisierung, weil die Aufdeckung, weil die Thematisierung dessen, was dort fehl- und falsch gelaufen ist, auch mit entsprechenden Verantwortungen so wichtig ist, muss man sehr vorsichtig sein, diesen Begriff Skandal zu benutzen. Und meine These ist, er wird inzwischen inflationiert, mit fatalen Folgen. Denn so gewöhnt sich ein Publikum, nämlich Sie als die Bürgerschaft in diesem Land, an die fast in einer reflexhaften auch Empörungsbereitschaft, daran, dass womöglich alles und sei es noch die größten Nichtigkeiten und die größten Nebensächlichkeiten Skandale sind. Und Sie verlieren möglicherweise die Urteilskraft und den Blick dafür, was dann tatsächliche Skandale sind, die möglicherweise auch diese Republik in ihrer demokratischen Substanz bedrohen oder die ein Missmanagement darstellen, das korrigiert werden muss. In den letzten Jahren ist deshalb in meinen Augen der Skandal von der Ausnahme zur Regel geworden. Und ich will versuchen, einige Mechanismen zu beschreiben, warum ich das als ein Ergebnis der medialen Entwicklung auch der letzten 10 oder 15 Jahre empfinde. Ich habe bei Google Trends mal reingeguckt, ein Service, der die Häufigkeit von Suchbegriffen grafisch darstellt. Und dieser Google Trend, der gibt an, dass das weltweite Suchinteresse am Schlagwort Skandal seit 2007 exorbitant, fast exponentiell angestiegen ist. Das heißt, es gibt auch die Sucht und die Suche nach dem Skandal ihrerseits. Und ich habe mir die Zeitung der letzten 3-4 Wochen mal angeguckt und festgestellt, was da alles als Skandal lauert um die Ecke. Am 15. April 2014 berichtet die Bild-Zeitung über den Hüstel-Skandal bei der Bridge-Weltmeisterschaft der Senioren. Wenige Tage später berichtet die Welt über den sogenannten Zündschloss-Skandal des Autobauers General Motors. Und die Lebensmittelbranche wird überzogen von RTL, wenige Tage wiederum später mit dem sogenannten Neuland-Skandal, der mich nie erreicht hat. Und der Boxweltmeister Wladimir Klitschko wird dargestellt in einer Skandal-Pressekonferenz in einem Online-Dienst. Das läuft alles unter dem Rubrum von Skandal. Und angesichts der Masse der Skandale, von denen wir offenbar umzingelt sind, stellt sich nun die Frage, leben wir wirklich in sehr viel skandalöseren Zeiten als in den 50er, 60er, 70er Jahren? Oder hat die Anzahl der Skandale tatsächlich zugenommen? Wenn man aber dies verneint, wenn die Frequenz skandalösen Verhaltens also im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich konstant geblieben ist, jedenfalls seit Gründung dieser Republik, dann muss man eine Erklärung an anderer Stelle finden und die findet man vielleicht in dem gewandelten Verhältnis von Politik und Medien und vielleicht auch nicht nur von Politik und Medien, sondern von Politik, Medien und Gesellschaft, also Ihnen. Ich selber mache 6 ungefähr Beobachtungen, die natürlich nicht vollzählig sind, die unvollständig sind, die vielleicht auch nicht immer den Kern treffen, aber die möchte ich zum Gegenstand meines Vortrages machen. Meine erste Feststellung ist, dass die klassischen Medien ihre Gatekeeper-Funktion, ihre Torwächter-Funktion verloren haben. Was meine ich damit? Ein amerikanischer Journalist und Autor Walter Lippmann, Ihnen vielleicht bekannt aus auch seinen Auftritten im amerikanischen Fernsehen, hat über Zeitungen einmal gesagt, sie seien das Ergebnis einer ganzen Serie von Selektionen. Mit anderen Worten, die klassischen Medien, mit denen ich aufgewachsen bin in den 60er und 70er Jahren oder schon in den 50er Jahren, bestimmten, welche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Und sie bestimmten auch, welche nicht, weil sie sie als nebensächlich, als irrelevant empfunden haben. Und hier stimme ich Herrn Prantl ausdrücklich zu, dies hat das Internet fundamental verändert. Mit Auswirkungen, von denen ich glaube, dass wir die noch gar nicht richtig kapiert haben. Denn potenziell kann jetzt jeder Nutzer publizieren, was er möchte. Das heißt, im Kampf um die begrenzte Aufmerksamkeit, um Ihre begrenzte Aufmerksamkeit, findet etwas statt, wo diese Aufmerksamkeit von Ihnen völlig neu gebunden werden kann über das, was wir über das Internet erleben. Das heißt, im Kampf um die begrenzte Aufmerksamkeit des Publikums müssen inzwischen die klassischen, die etablierten Medien, ich bleibe mal bei den Zeitungen, bei den Fernsehen, nicht mehr nur mit ihresgleichen konkurrieren, die Süddeutsche Zeitung mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Spiegel von mir aus mit dem Stern oder dem Fokus, sondern mit Bloggern, Bürgerjournalisten und Social-Media-Usern konkurrieren sie. Und dieser verschärften Aufmerksamkeitsökonomie, wie ich es nennen möchte, gewinnt häufig derjenige am ehesten den Wettstreit um die Gunst des Publikums, also um Quoten, Klicks und Auflage, der als Erster auf dem Platz ist. Und mit der süffigsten Geschichte. Der gewinnt.
Dies ist nicht nur internetgetrieben, aber über die technischen Möglichkeiten, über die völlig neuen technologischen Horizonte, die dort stattfinden, gibt es diese zunehmende Konkurrenz auch bei den klassischen Medien, die natürlich eingestiegen sind, insbesondere mit ihren Online-Diensten. Ich behaupte, dass die Online-Dienste inzwischen die Leitmedien sind in ihrem ganzen Wettkampf um Aufmerksamkeit. Die sind dazu gezwungen, aus einem Konkurrenzempfinden inzwischen fast im Abstand von 3 bis 4 Stunden sie zu fesseln mit immer neuen sich überschlagenden Nachrichten. Und wahrscheinlich nicht bei der Süddeutschen Zeitung, aber bei anderen Zeitungen ist es wichtig, genau zu wissen, mit welchen Online-Nachrichten die wichtigsten Online-Dienste auch der etablierten Medien am Vormittag möglichst um 8 oder 9 Uhr aufmachen, um in der eigenen Redaktionskonferenz um 10 Uhr die Frage zu erörtern, ob man darauf einsteigen muss, ja oder nein, und damit auch den Resonanzboden für Verstärkereffekte gibt, und sei es noch so nebensächlich. Die beste Begriffsgegenüberstellung, die ich habe, was sich dort verändert hat, lässt sich beschreiben: Wir sprachen früher von Zeitungsverlagen und wir reden heute von Medienunternehmen. Und darin liegt ein enormer Qualitätsunterschied. Es spielt übrigens eine Rolle, dass unter diesem zunehmenden Druck auch ein Druck, ein materieller, ein ökonomischer Druck ausgelöst wird auf die Journalisten. Und zwar massiv. Redaktionen werden ausgedünnt. Viele junge Journalisten haben allenfalls sehr unsichere Beschäftigungsverhältnisse. Sie werden schlecht bezahlt, sie werden auf die Piste geschickt, um möglichst Sensationelles zu heben, was wiederum dieser Aufmerksamkeitsökonomie entspricht. All diese jungen Journalisten, die ich in Berlin und anderswo kennengelernt habe, im Alter von Ende 20, Anfang 30, spucken sich also in die Hände, um in festere Verträge, um raus aus den prekären Beschäftigungsverhältnissen zu kommen, indem sie auf der Suche sind wie Bernstein und Woodward. Daraus entwickelt sich ein Überfalljournalismus, wie ich es nenne. Diejenigen, die einen um die Ecke auflockern, mit einer bereits laufenden Kameras, einem das Mikrofon in den Hals stecken und versuchen, zu irgendeiner Frage etwas zu entlocken, was vielleicht in den Ereignissen 8 oder 9 Jahre herliegt. Gestehen Sie, warum haben Sie damals diese kommunalen Immobilienbestände verkauft, Herr Steinbrück, 2006 mit Unterstützung einer nachgeordneten Bundesbehörde in München? So geschehen zum Beispiel durch Spiegel TV. Und die Kamera läuft. Und wenn Sie sich dem verweigern, dann sehen Sie im Fernsehen, wie dort ein hilfloser Politiker hängt in den Seilen, der nicht sofort in der Lage ist, ein Ereignis zu rekapitulieren, das 8 oder 9 Jahre her ist, der aber erkennbar angegriffen wird mit etwas, was Sie auch unmöglich finden, dass da kommunale Wohnungsbestände verkauft worden sind und anschließend die Mieten gestiegen. So ungeheuerlich, Steinbrück, gestehen Sie, was ist passiert? Die schönste Anekdote, die ich zu liefern habe, ist, dass nach einer Vermittlungsausschusssitzung, in der Herr Faltelhauser und ich viel Zeit unseres Lebens verbracht haben und die aus irgendwelchen rituellen Gründen immer bis nachts um 3 dauern müssen. Keiner von uns beiden hat je begriffen, warum. Ich aus diesem Vermittlungsausschuss als nordrhein-westfälischer Finanzminister herauskomme und vor mir steht, einsam auf dem Flur des Bundesrates, erkennbar eine junge Journalistin unter 30 und stellt mir eine Frage, die nicht zu beantworten ist. Nicht, weil ich müde war, nicht, weil ich störrisch war, nicht, weil ich unhöflich sein wollte, sondern weil die Frage einfach nicht zu beantworten war. Sie war von einer frappierenden Kenntnislosigkeit geprägt. Daraufhin frage ich diese Journalistin, sie wissen noch gar nicht, wer ich bin. Daraufhin sagt sie zu meinem Entsetzen unter der Verletzung meiner Eitelkeit, ja, ich weiß nicht, wer Sie sind. Daraufhin frage ich sie, aber warum fragen Sie mich denn? Und dann sagt diese junge Frau fast beschämend: Ich brauche was. Die war erkennbar von einem Nachrichtensender, einem Spartensender losgeschickt worden, bis nachts um 3 Uhr, um für die ersten Sendungen am anderen Morgen etwas zu bekommen, um etwas senden zu können, und hatte diese ganze Nacht dort verbracht. Und in ihrer ganzen Hilflosigkeit gestand sie mir erstens, was mein Ego tief getroffen hat, dass sie mich nicht mal kennt, und zweitens, sie war nicht mal inhaltlich vorbereitet worden von ihrer Redaktion. Wir haben uns dann verabredet. Ich habe ihr gesagt, ich formuliere Ihnen jetzt die Frage. Und ich habe ihr gesagt, ich werde Ihnen etwas darauf antworten, was mehr sein wird als das, was ich morgen Journalisten erzählen werde. Und damit hatte sie etwas Exklusivität. Also, worauf ich hinaus will, ist das gesamte mediale Konkurrenzmuster sich massiv geändert hat. Der Kampf um Aufmerksamkeit, ich wiederhole, um Klicks, um Quote
und um Auflage hat zu einer völligen Veränderung der Aufstellung des Journalismus geführt. Zweite Bemerkung: Der Transport von Inhalten geschieht mehr denn je visuell. Das ist die zweite, wie ich glaube, bemerkenswerte und weitreichende Veränderung, die wir gegenüber Anfang der 90er Jahre, 80er Jahre erleben. Und das bezieht sich nicht nur auf die augenfällige Entwicklung, dass mehr und mehr Inhalte am Bildschirm konsumiert werden, sondern auch auf eine Tendenz zur Visualisierung in den digitalen Medien. Auf Twitter und Facebook erzielen Bilder deutlich größere Reichweiten als Texte, und auch Online-Nachrichtendienste, wie Sie längst gemerkt haben, setzen sehr viel stärker auf Bildstrecken, denn auf ausreichende oder sehr lange Artikel. Damit geht einher eine Berichterstattung, die stärker denn je versucht, ihre Inhalte auf Bilder und Symbole zu verdichten. Die dritte Tendenz oder die dritte Beobachtung, von der ich reden möchte, ist, dass die neuen Fähigkeiten auch einen durchaus Preis haben. Das Internet verändert unsere klassischen Kompetenzen. Wie, ich scheue mich nicht zu sagen, ein ausdauerndes, auch kritisches Lesen und dadurch auch unseren Umgang mit Medien. Das Internet verändert sehr viel mehr, als wir gelegentlich merken. Ich mache einen kleinen Exkurs. Inwieweit berührt das Internet und der Konsum des Internets, beziehungsweise auch die Nutzung von uns zum Beispiel, die alte Kultur einer Korrespondenz? Gibt es eines Tages noch Briefwechsel, die veröffentlicht werden können? Gibt es eines Tages noch Liebesbriefe, die geschrieben werden? Oder reduziert sich das auf Symbole im Internet? 3 Smileys, ich liebe dich. Der US-amerikanische Journalist Nicholas Carr beschreibt, wie das Internet unser Gehirn und unsere kognitiven Prozesse in der Tat in neue Bahnen lenkt. Das gehört, wie ich glaube, auch zu den Veränderungen. Will sagen, um es etwas konkreter zu machen, wenn wir online sind, betreten wir eine Umgebung, die kursorisches Lernen, hastiges Denken und oberflächliches Lernen befördert. Und in den letzten 10 Jahren ist die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne, zu der wir offenbar bereit sind, von rund 15 Minuten auf 5 Minuten zusammengeschrumpft. Und es überrascht, so meine These, deshalb nicht, dass die Medien darauf reagiert haben. Allen voran mit kürzeren Beiträgen. Nachrichten, Meinungen und Hintergründe werden in immer kleinere Häppchen zerhäckselt, um sie unseren veränderten Lese- und Konsumgewohnheiten entsprechend anzupassen. Dies kann man bei den Nachrichtensendungen von privaten Fernsehanstalten sehr gut nachvollziehen. Und dies ist gleichzeitig verbunden mit einer Tendenz, die, wie ich glaube, ein sehr scharfer qualitativer Einschnitt ist, nämlich die zunehmende Neigung, auch in Online, insbesondere in Online-Berichten, nicht mehr zu trennen zwischen Berichterstattung und Kommentar. Es geht fließend ineinander über. Viertens, die digitalen Medien bringen eine noch nie dagewesene Quantifizierbarkeit mit sich. Gewiss, früher konnten Verleger den Erfolg ihrer Zeitung anhand der Auflage messen und TV-Sender treffen Entscheidungen auf der Basis von gemessenen Quoten, alles richtig. Dennoch können beide Kennziffern, Auflage und Quote, in puncto Genauigkeit und Verfügbarkeit nicht mithalten mit dem, was heute möglich ist. Ich will sagen, bei einem digitalen Nachrichtenportal kann problemlos in Echtzeit mitverfolgt werden, wie viele Nutzer einen Artikel lesen, wie lang sie es tun und wo sie aussteigen. Unmittelbar. Den Medienmanagern dieser Medien eröffnet sich also die Möglichkeit, ihr Programm passgenau auf die Inhalte zu konzentrieren, die schnelle Aufmerksamkeit versprechen. Anders formuliert, ein Zeitungsverleger kann nicht identifizieren, welcher Teil der Zeitung kaum gelesen wird und die Auflage drückt, also der Feuilleton-Teil der Süddeutschen Zeitung, gegenüber dem Sportteil der Süddeutschen Zeitung. In der digitalen Welt allerdings ist dies möglich und führt dazu, dass diese Inhalte dann auch weniger prominent platziert werden oder gleich eliminiert werden. Wie ich glaube, ein fundamentaler Unterschied gegenüber dem, was wir in den früheren Jahrzehnten gehabt haben. Unter dem Strich führt es dazu, dass kürzer, schneller, visueller und in höheren Frequenzen berichtet wird. Und damit ist ein Nährboden, darauf will ich hinaus, damit ist ein Nährboden bereitet, auf dem dann eine Skandalisierung bestens gedeihen kann. Das ist der Resonanzboden, auf dem Skandalisierungen dann reifen. Fünftens, und da wird es sogar selbstkritisch, die Politik hat sich dem Rhythmus der neuen Medienwelt nicht nur klaglos gefügt, sondern ich gebe zu,
sie befeuert es auch. Auch durch ihre Inszenierung, völlig richtig. Auch durch ihre Selbstinszenierungen. Viele Politiker aller Couleur über die gesamte Bandbreite des Parteienwesens beteiligen sich, wie es der Journalist Nils Minkmar einmal ausgedrückt hat, an der akustischen Möblierung des öffentlichen Raumes. Viele von ihnen sind auch bereit, der Sehnsucht nach Süffigen, nach Privaten Folge zu leisten, indem sie die Türen ihrer Privatwohnung oder Häuser öffnen, über ihre Hunde berichten lassen, über ihre Kinder etc. Und in dem Augenblick, wo diese Öffnung ihrer Privatheit allerdings gegen sie schlagen könnte, sich bitterböse darüber beklagen, was ziemlich inkonsequent ist. Ich glaube, dass es richtig ist, Politiker ziehen sich auch in ihren Stellungnahmen immer auf gleiche Stichworte zurück. Ihre Sprache wird immer technokratischer. Die schnelle Sprechfähigkeit in jeder nur erdenklichen Nachrichtenlage garantiert aus ihrer Sicht dann auch Aufmerksamkeit. Schnelligkeit schlägt Gründlichkeit durch das, was wir sagen. Wer bei einem neuen Thema und sei es noch so komplex und noch so vielschichtig nicht innerhalb weniger Stunden auf dem Platz ist, findet offenbar öffentlich nicht statt, also versuchen wir auf dem Platz zu sein. Und die Folge? Die Folge sind oft überhastete Statements, die schnellstmöglich über die Ticker gejagt werden oder in die Blöcke diktiert werden von Journalisten. Und dass dies auf Kosten von Reflexion, von Tiefgang und auch einer nuancierteren Betrachtung, die ich gerne bei Ihnen wecken möchte, geht, das steht dann außer Frage. Ebenso, dass die Medien häufig erst darüber die Grundlage einer Skandalisierung bekommen, weil wir bedenkenlos oder wenig reflektiert eben auch die Handhabe, teilweise die Worte, aber gelegentlich auch die Gesten dafür liefern. Sechstens und letztens, die Verantwortung für die zunehmende Skandalisierung einseitig nur in den politisch-medialen Komplex zu legen, unter die Käseglocke dieses Zusammenwirkens, dieser, wie es Lutz Hachmeister mal genannt hat, dieser nervösen Zone von Politik und Medien, das ist vielleicht auch nicht ausreichend. Denn auch die Erwartungen des Publikums, ihre Erwartungen, spielen dabei eine erhebliche Rolle und sie haben sich grundlegend geändert. In einer Studie kurz vor der Bundestagswahl 2013 schreibt das in Köln ansässige Rheingold-Institut, dass die Stimmung in Deutschland von einer diffusen Sehnsucht nach einer permanenten Gegenwart gekennzeichnet ist. Viele Bürgerinnen und Bürger, so die Studie weiter, kapselten sich von einer als undurchschaubar gehaltenen Politik ab und ziehen sich eher ins Private zurück. Sie wollen ihre Ruhe, sie trauen dieser Politik sowieso Lösungsmöglichkeiten nicht mehr zu. Sie erwarten von der Politik auch keine großen Zukunftsentwürfe, sie sind häufig genug enttäuscht worden. Und konsequenterweise tritt an vielen Stellen, wahrscheinlich nicht hier in dem Saal, aber außerhalb des Saals, an die Stelle des persönlichen Vertrauens und der Neugier in Programme und Sachaussagen, die persönliche Neugier an den handelnden und auftretenden Personen. Es verschiebt sich etwas von politischen Inhalten zu den auftretenden Darstellern auf der politischen Bühne. Und dann spielt dabei Sympathie, Popularität eben eine größere Rolle als Inhalte. Oder in der Gegenüberstellung des Englischen, wo Politiker beides haben müssen, Face and Substance, und es verschiebt sich zunehmend von der Substance zum Face. Dementsprechend sind auch die Erwartungen an die Berichterstattung. Persönliches statt Politisches spielt zunehmend eine Rolle. Eine skandalisierende Berichterstattung findet angesichts dieser Gemengelage natürlich leicht Anklang. Und mit einem einzigen Ausflug in meine Erfahrung des Bundestagswahlkampfes hatte ich auch häufig den Eindruck, dass die Berichterstattung sich sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierte. Und entscheidende Zukunftsfragen kaum eine Rolle spielten, mit dem dann merkwürdigen Widerspruch, den ich zum Vorwurf mache an Medienvertreter, einerseits die Substanzlosigkeit und Inhaltslosigkeit eines solchen Bundestagswahlkampfes zu beklagen, sich aber selber an der Banalisierung aktiv zu beteiligen. Und anschließend der politischen Klasse den Vorwurf zu machen, ja, Sie haben ja die großen Zukunftsfragen nicht gestellt. Nein, wenn man glaubt, man müsste über Pinot Grigio-Preise und die diesbezüglichen Aussagen eines Kandidaten mehr schreiben als über das, was er inhaltlich darstellt. Oder wenn man glaubt, man müsste über die Bezeichnung von zwei italienischen Politikern als Clowns, von denen der eine inzwischen rechtskräftig verknackt ist, mehr schreiben als über das, was zum Beispiel zur Zukunft der demografischen Entwicklung in Deutschland geschrieben wird, dann ist man exakt bei dieser Banalisierung. Und den Boomerang schmeiße ich auch so zurück an diejenigen, die sich daran beteiligt haben.
Ich will in die Schlusskurve kommen. Das, was mir zunehmend auffällt, auch nicht erst in der Wahrnehmung dieses Bundestagswahlkampfes, ist eine Neigung von manchen Medien zunehmend zu Psychogrammen von Politikern, zu Charakterbeschreibungen. Und ich sage an ganz klarer Stelle, dies steht den Journalisten nicht zu. Sie können über die politischen Positionen von Politikern schreiben, so kritisch wie Sie wollen. Sie können sie herannehmen über das, was sie vertreten. Sie können ihren politischen Kurs kritisieren. Aber die zunehmenden Charaktertests, die ich wahrnehme, auch in wichtigen Magazinen, auch eines, das am Montag immer erscheint, ist ein neues Phänomen. Bis hin zu der Bereitschaft der Anmaßung von Journalisten, in diesem Charaktertest dann einen Schlussstrich zu ziehen nach dem Motto, charakterlich nicht geeignet. Dies nimmt deutlich zu. Übrigens auch in dieser Vermengung, die ich vorhin schon beschrieb, wo Berichterstattung und Bewertungen völlig durcheinander gehen und ich zu häufig die Erfahrung gemacht habe, dass in diesen Berichterstattungen, übrigens der Korrespondent in Berlin von wirklichen Qualitätszeitungen, gleichzeitig Versuche sind, sich als Dr. Freud zu gebären. Mit welcher Körperhaltung man gerade aufgetreten ist, wie die Mundwinkel stellen, ob man wie ein nervöses Pferd aufgetreten ist, was man gar nicht war, wie man sich dem anderen zugewandt hat, von welchen erkennbaren Komplexen man in dieser Veranstaltung getrieben worden ist. All dies findet sich inzwischen in solchen Zeitungen. Ein anderer Medienwissenschaftler als Herr Kippinger, nämlich Herr Pörksen, schreibt von einer pseudo-investigativen Ausbeutung des inneren Menschen. Gemeint ist der Politiker. Das, was weiter auffällt, sind erstaunliche Widersprüche. Auf der einen Seite in der medialen Berichterstattung der Anspruch, politische Charaktere zu finden. Diejenigen, die auch bereit sind, aus dem jeweiligen Ritual ihrer eigenen Partei mal herauszugreifen, auch manches gegen den Strich zu bürsten, nicht diese aussagelose Sprache zu benutzen. Sie alle kennen meinen Lieblingssatz, der völlig ungefährlich ist, der lautet, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis. Damit komme ich in meiner eigenen Partei gut durch. Anschließend kann kein Journalist mehr über mich herfallen, weil ich mich zum Beispiel geäußert habe über den Schwimmunterricht islamischer Mädchen, auch in einer Veranstaltung. Also auf der einen Seite die Sehnsucht nach politischen Charakteren, auch vor dem Hintergrund teilweise interessanter Biografien, aber wehe, diese Charaktere, die gefordert sind, tun das, was man von ihnen erwartet. Wehe, sie tun es. Sondern dann setzt ein Mechanismus ein, die Politiker gerade dahin zu erziehen, wo man sie eigentlich nicht hinhaben will, nämlich genau mit dieser Sprache. Zweitens in der Tat die Forderung nach Substanz, nach Aussagen, aber dann die Konzentration auf das, was ich schon mehrfach das Süffige, das Nebensächliche gehalten habe. Oder auf der einen Seite den Anspruch zu haben, der Aufklärung verpflichtet zu sein, Menschen zu ertüchtigen, zu befähigen, auch mit einem sehr komplexen wirtschaftlich-sozialen Wandel fertig zu werden und dann aber doch dieser auch schon von mir genannten Banalisierung zu opfern. Ich will zum Schluss die sehr kritische Frage stellen, wie dies vielleicht sich auswirkt auf die Qualität der politischen Klasse. Und das meine ich sehr ernst. Sehr schwer gegenüber Journalisten dafür für Verständnis zu wecken, weil die sagen, oh guck mal, jetzt kommt ja seine Schlussapotheke doch reichlich lamoyant. Aber ich will anfangen mit einem Beispiel. Bei einer nordrhein-westfälischen Kommunalwahl müssen ungefähr 10.000 Mandate besetzt werden. Gemessen an der Einwohnerzahl kann es gut sein, dass in Bayern das 7.000 bis 8.000 kommunale Mandate sind. Im kommunalen Parlament, in Kreistagen, was immer Sie wollen. Wir haben es mit der Situation zu tun, dass es inzwischen in den demokratischen Parteien, jedenfalls in den großen demokratischen Parteien, nicht mehr genügend Frauen und Männer gibt, die sich dafür bewerben. Sondern die Gespräche, die ich zitieren kann, wie ich zugebe, etwas schauspielerisch übertrieben, die laufen darauf hinaus, dass zwei Ehepartner, die Frau zu dem Mann oder umgekehrt, wenn die Frau sich politisch engagiert hat, konfrontiert wird mit dem Hinweis. Und schon wieder bist du da in abendlichen Sitzungen bis 23 Uhr und musst dich verteidigen und rechtfertigen. Übrigens ist heute unser Sohn Karl in der Schule angemacht worden und angebaggert worden, weil sein Vater eine solche dämliche Position da im Stadtrat vertreten hat. Und ich habe übrigens auch keine Lust, bei der Bäckerin um die Ecke immer dafür verantwortlich gemacht zu werden, dass die Laterne links um die Ecke nicht funktioniert. Und weißt du, dass die Regionalzeitung jetzt skandalisiert, dass wir dieses kleine Grundstück da gekauft haben?
gekauft haben für ein Eigenheim, wo wir gar keine Vorteilsnahme gehabt haben, aber dass ich mich jetzt in dieser Zeitung finde. Warum gibst du das nicht auf? Und sie haben sich, wie ich glaube, als Wählerschaft mit der Frage zu beschäftigen, welche Auswirkungen dieses Hoch- und Niederschreiben von Politikern für die zukünftige Qualität der politischen Klasse bedeutet. Sowohl auf der kommunalen Ebene, aber dann auch für Landtage und auch für einen Bundestag. Kriegen Sie da eines Tages nur noch teflonfeste, angepasste Leute, die das aushalten und denen es egal ist, die glatt sind wie Seife? Oder kriegen Sie Volksvertreter, kriegen Sie Repräsentanten, die in der Tat auch ecken- und kantig sind, die bereit sind, auch in diese heiße Küche zu gehen und es dort auszuhalten? Oder die jungen Leute, die zunehmend in unserer Demografie ja eine Rolle spielen, auch wenn wir wollen, dass das ganze Parlament nicht plötzlich eine AG 65 plus wird. Mit der starken Neigung darüber übrigens reine Gegenwartsinteressen zu vertreten, zum Beispiel bei der Rente, gegen die Zukunftsinteressen einer als Alterskohorte immer geringeren Riege von 20- bis 30-Jährigen. Aber wir diesen jungen Leuten von mir aus mit Mitte 20 bis Mitte 30 zu verstehen gehen, dass die da in ein Fegefeuer gehen als Politiker, bis hin zur Öffnung ihres Privatlebens, bis hin zu der Neigung, dass jeder Stein umgedreht wird, um herauszukriegen, ob da irgendwelche Würmer drunter sind, die ich dann hochziehen kann und über die ich berichten kann. Suchen die sich ihre zukünftigen beruflichen Felder dann nicht vielleicht woanders, zum Beispiel in Anwaltskanzleien? Und gehen nicht in die Politik? Das heißt, mich beschäftigt über diese Tendenz der letzten Jahre und auch über das, was sich mit der Skandalisierung verbindet, und das war ja unser Thema, durchaus mit der sehr weitreichenden Frage, wie wirkt sich das auf einem anderen Weg, als es Herr Prantl beschrieben hat, auf die demokratische Substanz dieser Gesellschaft aus, wenn sie nicht mehr repräsentiert wird von Frauen und Männern, von denen wir uns wünschen würden, dass sie mit ihren Begabungen, mit ihren Qualitäten, jedenfalls auf Zeit, bereit sind, sich für das öffentliche Wohl einzusetzen. Ich weiß, um jetzt endgültig in einen letzten Absatz zu kommen, dass Ihre Vorbehalte gegenüber Politikern und gegenüber Parteien sehr stark entwickelt sind. Ich habe eine Vorstellung, wie Sie über Politiker reden, wenn Herr Faltelhauser und ich nicht da sind. Aber so leicht lasse ich Sie aus diesem Abend nicht heraus. Sobald Ihre Skepsis gegenüber Parteien, den Kungeleien, die es dort gibt, den Unfähigkeiten, den Ritualen, alles, was ich beschrieben habe, so weit geht, dass es der Verachtung nahe kommt, dann sage ich Ihnen, einen solchen Zustand in Deutschland haben wir schon mal gehabt. Und ich stelle Ihnen dann die Frage, wenn es so weit ist, wer anstelle von demokratisch verfassten Parteien in einem Gemeinwesen wie Deutschland demokratisch legitimierte Mehrheitsentscheidungen herbeiführen sollte, auch unter Wahrung eines Minderheitenschutzes. Wer denn anstelle dieser Parteien? Talkshows, ein Ältestenrat, wo natürlich nur alte Männer drin sitzen, Bürgerinitiativen, Meinungsumfragen oder eines Tages Ihre Fernsehbedienung. Drücken Sie bei Ja bitte auf die Taste 1 und bei Nein drücken Sie bitte auf die Taste 2. Wer anstelle demokratisch verfasster Parteien soll dieses Gemeinwesen tragen und einigermaßen nach innen und außen friedfertig halten, wenn nicht demokratische Parteien? Wenn wir uns einig sind, dass man dafür Parteien braucht, auch wenn Ihnen einiges manchmal merkwürdig anmutet in den Parteien, mir auch, dann geht es aber darum, dass dahinter stehen müssen Frauen und Männer, die sich in diesen Parteien engagieren. Und dann geht es darum, dass, wie ich glaube, sehr viel stärker als in den vergangenen Jahren etwas einziehen muss, was man vielleicht als sehr altmodisch aus meinem Mund empfinden kann. Etwas mehr Respekt gegenüber den Frauen und Männern, die bereit sind, sich für dieses Gemeinwesen einzusetzen. Vielen Dank. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie auch dieses Jahr wieder so zahlreich zum PSP-Symposium erschienen sind. Vor etwa einem Jahr titelte das Handelsblatt: Skandale um Steinbrück nehmen kein Ende. Anlass waren, wir hatten es auch gehört, vermeintliche Fehltritte im Wahlkampf zur Bundestagswahl. Bevor wir zum Thema kommen, Herr Steinbrück, heute dürfen Sie austeilen und ich bin guter Hoffnung,
dass Herr Brandl über kein Glaskind verfügt, das aushält und vielleicht auch zurück austeilen wird. Herr Brandl, Herr Steinbrück hat ja mehrfach betont in der Vergangenheit, dass er im Rahmen der Bundestagswahl 2013 von den Medien etwas schlecht behandelt wurde. Und meine Frage an Sie, haben die Medien überzogen? Zeigt sich hier vielleicht auch so ein bisschen das, was Sie ansprachen, die Maßlosigkeit der Medien? Bei der Süddeutschen Zeitung nicht, ansonsten schon. Aber im Ernst jetzt, es ist was sehr Eigenartiges passiert in diesem Wahlkampf mit dem Kanzlerkandidaten Steinbrück, so etwas wie eine publizistische Schubumkehr. Es ist ja am Anfang, als die ganze Geschichte begonnen hat, haben ganz viele Medien die K-Frage aufgeworfen, haben immer wieder gesagt, es muss doch der Steinbrück sein, ein anderer kommt überhaupt nicht in Frage. Und als es dann soweit war, gab es nicht, Dankbarkeit muss ja nicht sein, aber es gab nicht die Euphorie, sondern es passierte ganz schnell die große Kritik. Da gab es natürlich das Unglück des Einstiegs, es gab die Geschichte mit den Vortragshonoraren, die nicht optimal vorbereitet, aber dann ganz gut gemanagt war. Und es ist etwas passiert, dass denn, ich versuche nicht zu erklären, was da passiert ist, dass denn Macher und den Täter im positiven Sinn Steinbrück zum Opfer gemacht hat. Und diese Opfergeschichte wurde dann perpetuiert. Und wir reden heute von Macht der Medien. Macht hat auch was mit Masse zu tun, wie wir aus dem berühmten Titel von Canetti wissen. Und viele Journalisten fühlen sich dann wohl, wenn sie im großen Rudel laufen. Und es hat sich durch ein paar, das Handelsblatt hat es als Skandale tituliert, durch ein paar, sagen wir, Ungeschicklichkeiten, die Lust daran entwickelt, Per Steinbrück als als täppischen Menschen darzustellen. Und das wurde exzessiv und meutenhaft ausgeführt. Und das hatte tatsächlich etwas. Sie haben von Schweinischen gesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl, und da stimme ich in vielen Ihnen zu, dass Medien sehr oft Politiker betrachten wie die Hausschweine der Demokratie. Und dann wird es tatsächlich gefährlich. Dann tritt es ein, was Sie gesagt haben, man findet den Nachwuchs nicht mehr und die Bereitschaft, die man braucht. Herr Steinbrück, war das schon immer so? Ich möchte mal so vielleicht auf den Vergleich hinaus zwischen Bonner Republik, Berliner Republik. Hat sich das geändert, was auch das Thema Respekt angeht, was Sie angesprochen haben? Gut, als erstes will ich sagen, ich will diese Veranstaltung nicht dominiert wissen über die persönliche Erfahrung des Bundestagswahlkampfes. Das kommt in den falschen Hals hinein und da bitte ich um Nachsicht, wenn ich darauf nicht intensiv eingehe. Der Unterschied zwischen der Bonner und Berliner Republik, der häufig zitiert wird, den mache ich nicht an den Standorten fest, sondern an dem, was wir fast übereinstimmt, ja auch in unseren Vorträgen in dem einen oder anderen Facette hatte, über die zwischenzeitlichen Veränderungen, die auch technisch stark getrieben worden sind, die veränderten Konkurrenzverhältnisse, das Auftreten des Internets, das Auftreten eines Graswurzeljournalismus, die Tatsache, dass wir im Internet Blogger finden und auch andere Dinge, die einfach Nachrichten treiben, mit einer sehr starken Tendenz auf der einen Seite eine Enthemmung, übrigens mit dem Ergebnis, dass manche Zeitungsredaktionen dann auch noch in der Lage und bereit gewesen sind, unter Beibehaltung der Anonymität diese Enthemmungen in Form von Leserbriefen weiter zu verteilen. Und auf der anderen Seite unter dem Druck dieser Konkurrenz, wie ich glaube, eine Entwicklung des Journalismus, wo es auch schon darum geht, sich Trophäen an die Wand zu nageln. Im Fall von Wolf ist das der Fall gewesen. Und da gehe ich noch einen Schritt weiter. Mir schweben in meiner Vorstellung zu viele auch Edelfedern und wichtige journalistische Vertreter im Kopf herum, die Politik nicht nur beschreiben, kommentieren wollen, sondern sie wollen sie auch machen. Und sie wollen auch Personalpolitik machen. Und mein Eindruck ist, dass im Fall von dem Bundespräsidenten Wolf es eine Reihe von Medien gegeben hat, die ganz klar Personalpolitik machen wollten. Und das ist eine Anmaßung auf die vierte Staatsgewalt, die ja durch nichts kontrolliert ist, anders als die anderen drei Gewalten. Durch die Leser, da machen sich das ein bisschen leicht. Jedenfalls von einem deutschen Presserat definitiv nicht. Vielleicht
ein ganz wichtiges Thema, das Thema, Sie hatten es genannt, Echtzeitjournalismus und Internetisierung. Herr Kepplinger, wir haben ja heute so eine Art Infoalarmgesellschaft. Twitter, Blogs, Facebook, Live-Ticker, Echtzeitmeldungen. Die Frage ist, ob, um überhaupt hier noch wahrgenommen zu werden in dieser Gesellschaft, müssen die Medien nicht sogar skandalisieren, damit sie überhaupt noch gelesen werden? Ich glaube, mit dem Internet gehen wahnsinnig viele Fehlurteile einher. Das Internet ist kein Massenmedium. Die Reichweiten des Internets sind vernachlässigbar. Wenn im Internet eine Sache 50 oder 100.000 Mal angeklickt wird, sagen sie alle, was, wunderbarer Effekt. Im Vergleich zur Reichweite einer normalen Tageszeitung ist das vernachlässigbar. Die Bild-Zeitung hat jeden Tag 10 Millionen Leser und wenn die drei Tage ein Thema fahren, dann hat das unglaublichen Effekt. Aber was sind 100.000 Leute im Internet über das ganze Land verteilt? Die gesamte Auflage der deutschen Regionalpresse ist bei weitem über das hinaus. Das sind Millionen Menschen, die erreicht werden. Was ist das Problem? Das Problem ist, wir können erstens mit diesen Reichweiten nicht umgehen, weil die meisten Leute, die kennen, weil sie sich nicht klar machen, dass das Internet im Grunde im Bereich der aktuellen Information ein vernachlässigbares Medium ist, wenn nicht etwas passieren würde. Es gibt eine bestimmte Gruppe, die permanent im Internet hockt. Die ist ganz klein, 10.000 Leute. Und dazu gehören viele Journalisten. Alle Journalisten gehören dazu. Und Politiker. Und die nehmen das wahnsinnig wichtig. Dies ist ein ganz kleiner Zirkel, der permanent auf die gleichen Quellen zugreift und um sich herumkreist und sich unglaublich wichtig nimmt. Und dann versucht, aus dem, was sie aus dem Internet abschöpfen können, in die aktuellen Medien ein Thema zu pflanzen. Denn man kann zeigen, nur dann, wenn die traditionellen Medien die Internetthemen aufgreifen, nur dann ist das überhaupt relevant. Und Journalisten sind viel zu unkritisch im Umgang mit dem, was sie da aus dem Internet abgreifen können. Wobei, ein Punkt ist mir schon nochmal wichtig, das hatten Sie ja auch so anklingen lassen, Herr Steinbrück. Die Frage ist ja, ob dieses Internet und die Angst vielleicht vor dem nächsten Shitstorm oder Cybermob oder was auch immer, führt nicht gerade das dazu, dass immer weniger Politiker, das, wie Sie es immer sagen oder nennen, Kante zeigen? Weil sie eben nicht mehr trauen, Kante zu zeigen. Ja, deshalb möchte ich Ihnen auch widersprechen mit Blick auf die Bedeutung des Internets. Unabhängig davon, ob da 100 oder 150.000 sind und vielleicht eine tägliche Ausgabe einer Zeitung den Faktor 4 erreicht. Aber was dort stattfindet, sind Multiplikatoreffekte. Und die wirken sich aus. Inzwischen ist es ja nicht nur, dass Politiker zur Angepasstheit über einen Shitstorm veranlasst werden, sondern Journalisten auch. Ich kenne eine Reihe von Journalisten, die eine von mir aus unkonventionelle Meinung haben, die eine Bewertung abgeben, die gerade nicht im Mainstream liegt. Ich komme gleich auf ein sehr konkretes Beispiel. Und damit rechnen müssen, dass sich anschließend im Internet ein Shitstorm über sie ergießt. Natürlich mit dem Effekt, dass man sich das nächste fragt, soll ich nochmal mit meiner Meinung gegen den Strich bürsten, ja oder nein? Und bei Politikern findet das auch statt. Das heißt, über dieses neue Medium Internet finden Anpassungs-, Beeinflussungs-, ich will nicht reden von Manipulationsprozesse statt. Jedenfalls wird dort der angepasste Politiker und der jedenfalls auch manchmal zögerliche Journalist erzogen, der sich nicht gegen eine Menge wenden will. Das konkrete Beispiel, das ich habe, betrifft übrigens wieder den Fall von dem früheren Bundespräsidenten. Da hat es einen Harpe Kerkeling gegeben. Der gehörte zu den wenigen Ausnahmen, zu den 2%, die sich für Wulff stark gemacht haben. Über den brach ein Sturm hinweg, weil er dem Mainstream nicht entsprach. Bis hin zu weiteren Entwicklungen, die ich nicht so präsent habe, als dass ich sie hier schildern kann. Aber da kann man merken, was auch mit Künstlern, mit Journalisten passiert, wenn in diesem Internet wirklich etwas losgetreten wird, was einen wegfegen kann. Insofern sage ich und bleibe ich dabei, auch über die Enthemmungen, die dort in diesem Internet stattfinden, die auch von anderen aufgenommen werden, teilweise verstärkt werden, in einer Sprache, wie sie vorher jedenfalls selbst bei anonymen Leserbriefen nicht gegeben hat. Und die trifft auf eine hochgradige Empörungsbereitschaft. Wir sind ja bereit, sehr schnell in unseren Erregungszuständen hochzugehen. Und darüber schaukelt sich etwas auf, was in meinen Augen schon eine andere Qualität hat als vor 15 oder 20 Jahren. Diese Enthemmungen, Herr Prantl, Brot und Spiele, führt es nicht eigentlich dazu, dass wichtige Meldungen untergehen oder überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden? Oder vielleicht ist es ja sogar so gewollt, dass die überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden? Brot und Spiele hat es immer gegeben, seitdem es Politik gibt. Und alle Entwicklungen, die Herr Steinbrück beschreibt, sind richtig. Ich sehe es nicht ganz so furchtbar, ich sehe es nicht ganz so fatalistisch. Natürlich ist das Internet auch so etwas,
partiell wie die Kloake der modernen Gesellschaft. Schauen Sie mal in den Blogs, was da alles sich rumtreibt und was Sie da alles lesen können. Aber bei einem widerspreche ich. Es ist nicht so, dass es da den klassischen Journalismus gibt und da gibt es den neuen Journalismus, den digitalen, den modernen, den neuen. Es gibt guten und schlechten Journalismus, und zwar in allen Medien. In den alten, in den Zeitungen und genauso im Internet, in den Online-Medien. Auch da gibt es guten, der zum Teil sehr stark von den Journalisten der sogenannten alten Medien geprägt wird. Ich glaube nicht, dass es in Toto schlecht ist. Und dort finden Sie viel Gutes. Ich glaube, was die Online-Medien betrifft, auch und sehe eine gute Entwicklung. Man kann ja viel, Herr Kepplinger hat viel darüber geforscht, von der Demokratisierung der Medien reden. Es haben nicht nur ein paar ausgewählte Hundert oder Tausende die Möglichkeit, sich zu äußern. Es ist ein demokratischer Fortschritt. Der letzte solche große demokratische Schub war vielleicht um 1848, 49, 50, als die Tageszeitungen einen enormen Schub erlebt haben. Es ist etwas Neues. Und ich bin auch nicht so wahnsinnig depressiv, wie Sie es auf vielen Medientagen erleben können, dass die Journalisten nur noch in Lamoyant sicher gehen und sagen, die guten Zeiten sind vorbei. Ich glaube tatsächlich, dass mit dem Internet auch große Zeiten für den Journalismus anbrechen. Warum? Jetzt bin ich bei dem, was Sie gesagt haben. Weil da so unendlich viel steht, von dem kein Mensch weiß, kann er dem trauen. Sie haben eine unendliche horizontale Verbreiterung des Wissens. Unendlich viel, was da steht. Und Sie alle auch. Ich bei Dingen, wo ich nicht Experte bin, weiß nicht, kann ich dem trauen. Und die Funktion des Journalismus, des klassischen, guten Journalismus in dieser Situation ist die, für Vertikalität, für Vertiefung zu sorgen. Erst einmal Dinge zu verbreiten, die glaubwürdig sind. Hinter einer Marke wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, dem Spiegel, steckt auch Glaubwürdigkeit. Die Leser können davon ausgehen, überwiegend, was da steht, stimmt auch. Und dann finden sie Dinge, mit denen die unendlichen Informationen, Irrwitzigkeiten, die sie im Internet lesen, eingeordnet und bewertet werden. Und das ist die Funktion und die Aufgabe des guten und des klugen Journalismus. Und die wird bleiben und die wird noch viel notwendiger werden, als sie bisher war. Darum blicke ich einigermaßen positiv in die Zukunft. Ich finde, das ist genau der Punkt. Unser Problem im Moment in diesem Übergangszeitalter, nenne ich das mal, besteht nicht nur im Internet, sondern auch im Selbstverständnis eines Teils der Journalisten. Nämlich, dass sie versuchen, ein Wettrennen einzugehen mit dem, was im Internet angeboten ist. Wer möglichst schnell da einsteigt, der glaubt zu gewinnen. Wenn die Medien so weitermachen, die traditionellen, dann werden sie sehr schrumpfen. Denn ein Teil ihres alten Publikums wird das nicht mögen. Die Aufgabe des Journalismus ist ja nicht, jeden Mist zu produzieren und weiterzugeben. Das war nie die Aufgabe von Journalismus. Und heute lassen sich zu viele Journalisten durch das Internet korrumpieren, steigen auf den größten Mist ein, senken die eigenen Kriterien, die eigenen Standards, nur um dabei zu sein. Aber das Rennen gegen das Internet können die traditionellen Medien nicht gewinnen. Sie können nur gewinnen, wenn sie ihre Standards verteidigen und wenn sie aus der Unmenge von unsinnigen Informationen das rausfiltern, was ein normaler Mensch am Tag konsumieren kann. Das Problem ist also nicht nur das Internet, sondern auch das Problem, um ein Beispiel zu geben, ich habe vor 15 Jahren eine Befragung gemacht, sehr komplizierte Sache, eine verdeckte teilnehmende Beobachtung. Wie oft reden denn eigentlich Leute in einer halben Stunde bei Bushaltestellen, in Kneipen und wo immer, Unikantinen, wie oft reden die über die Medien? Ungefähr 70% aller Gruppen zwischen 3 und 5 Personen reden innerhalb einer halben Stunde über die Medien. Was reden die? Fast alles reden Negatives. Das war vermutlich immer so. Nur früher haben die Journalisten das nicht erfahren. Jetzt gibt es den Shitstorm, jetzt erfahren sie das, sind sie ganz erschrocken. In Wirklichkeit hat sich da gar nichts geändert. Die Leute haben immer über die Medien geschimpft. Nicht? Das ist so. Und damit muss man lernen zu leben. Und nicht in Panik, zumindest die Journalisten müssen es lernen zu leben, auch die Politiker, und nicht in Panik verfallen. Und zweiter Punkt ist, natürlich hat ein Journalist nicht früher jeden Unsinn, den irgendein Rechts- oder Linksradikaler irgendwo erzählt hat, dann druckfertig weitergegeben. Warum hat er das nicht gemacht? Er hat ja im Grunde keine aus journalistischer Sicht seriöse Quelle gehabt. Jetzt kann er sagen, das war da und da im Internet.
Für ihn ist das plötzlich eine seriöse Quelle. Und dann wird es weitergegeben. Und das ist ein Missbrauch einer Regel, die man meines Erachtens im Journalismus überdenken sollte. Vielleicht ein Thema nochmal, möchte ich schon nochmal aufgreifen, Herr Steinbrück, was Sie auch kurz in Ihrem Vortrag erwähnt haben. Einerseits suchen verschiedene Politiker ja die Regenbogenpresse, damit sie dort erscheinen, was dann ihrer Karriere vielleicht mehr oder weniger förderlich ist. Die Frage ist, müssen diese Politiker es dann nicht auch in Kauf nehmen, dass eben diese Presse über sie berichtet, wenn Negativschlagzeilen kommen, sei es auch, wenn das auf den privaten Bereich kommt? Völlig richtig. Vollkommen richtig. Kein einziger Widerspruch. Die Politiker, die sich darauf einlassen, müssen wissen, dass es dann auch gegen sie gewendet werden kann, wenn es nicht so gut für sie läuft und wenn sie irgendwelche Affären haben oder Fehltritte haben oder Fehlentscheidungen getroffen haben, bestimmte Entwicklungen Vorschub geleistet haben, dann müssen sie damit rechnen, auch in ihrem Privatleben, dass es aufgedeckt wird. In dem Augenblick, wo ich Journalisten in mein Haus reinlasse, muss ich damit rechnen, dass diese Journalisten auch kürzester Zeit später über das berichten, was in diesem Haus stattfindet und was nicht zu meinem Nutzen und Frommen ist. Ansonsten ja, es ist eine Do-O-Dis-Beziehung zwischen Journalismus oder Medien und Politikern. Beide brauchen sich wechselseitig. Beide sind voneinander abhängig. Beide erstarren gelegentlich in Ehrfurcht voreinander und beide verbindet irgendwo eine gewisse Hassliebe. Beide brauchen sich aber. Die Journalisten brauchen uns, damit sie Nahrung bekommen und wir brauchen sie als Transporteure. Und das macht dieses Verhältnis sehr, sehr, sehr schwer. Ich glaube, und nochmal mit dem Begriff, dass ein respektvoller Umgang der jeweiligen Anerkennung der Sphäre des anderen, sich nicht gemein machen zu wollen mit der Sphäre des anderen, dass das die beste Voraussetzung ist, um diese beiden Gruppen, die von eminenter Bedeutung sind für das öffentliche Leben, so zusammenwirken zu lassen, dass es gut ist für das Gemeinwesen. Aber jeder, der sich mit der Bild-Zeitung einlässt, auch in seinen privaten Beziehungen, auch zum Beispiel, um über eine Scheidung vielleicht in einer Berichterstattung einigermaßen hinwegzukommen, muss wissen, dass diese Bild-Zeitung dafür eines Tages auch einen Preis anfordert, wenn es nicht gut läuft und eine andere private Sache ansteht, die einen nicht gerade schmückt. Vielleicht, Herr Prantl, zum Thema Privatsphäre. Wenn die Süddeutsche Zeitung als Beispiel heute über die Affäre eines Politikers oder Prominenten berichten will, bespricht man das vorab in der Redaktion, was das für dessen Privatleben oder Karriere bedeutet? Das heißt, wo sind denn da die Grenzen der Berichterstattung? Und ja, natürlich entscheidet nicht ein einzelner Journalist darüber, was im Blatt steht, sondern diskutiert man in Konferenzen, wie man es macht. Manchmal macht man es zu spät, wie im Fall Wolf, dass man die Dinge erst laufen lässt, sich auch anstecken lässt von dem Mechanismus, den wir hier schon mal beschrieben haben, einige Male, dieser Ping-Pong der Online-Medien sich aufheizt wie im Durchlauferhitzer und dann ein bisschen zu spät merkt, dass man sich auch als Medium und als Macht, um das Wort zu gebrauchen, verbrüht. Ich sage, wenn ich in der Journalistenschule über diese Dinge rede, ganz was Simples. Ich sage gern, wir kommentieren, wir beschreiben ad rem, nicht ad personam. Wir beschreiben die Sache, wir kritisieren die Sache, aber wir kritisieren, beschreiben nicht die Gemütsbewegungen, das Psychogramm, wie es Per Steinbrück genannt hat. Sie nicht, da gebe ich zu. Es gibt eine Reihe solcher Medien. Ich kann nur sagen, andere tun es, und zwar mit einer steigenden Tendenz. Ich sage, es ist keine Entwicklung, die mir gefällt. Das habe ich auch verstanden in Ihrem Vortrag und das ehrt Sie auch. Und nicht umsonst ist das die erste Zeitung, die ich lese, die Süddeutsche Zeitung, weil sie diesen Qualitätsstandards entspricht. Aber ich bleibe dabei, in anderen Medien stelle ich eine gegenteilige Tendenz fest. Diese Psychogramme und Charaktertests häufen sich eindeutig. Und zwar von Journalisten, denen ich es schlicht und einfach abspreche, über meinen Charakter oder über den Charakter von Frau sowieso oder sowieso ein Urteil treffen zu können. Es geht nicht um einen Charakter, manchmal geht es einfach darum, Dinge einzuordnen in eine längere Geschichte. Aber um auf die Persönlichkeitsdetails einzugehen, da gilt schlichtweg der alte Satz, wer sich in Gefahr begibt, kommt drin um. Wenn ich die Tür zur Privatheit öffne, ist die Tür offen. Und ich bringe sie nicht mehr zu. Viele Politiker haben sich strikt daran gehalten, haben gesagt, wir machen es nicht. Andere haben es gemacht, sind gut dabei gefahren. Gerhard Schröder ist gut dabei gefahren. Christian Wolff ist schlecht dabei gefahren. Es ist aleatorisch, es ist Glück, es ist Zufall. Die Frage, Herr Keplinger, ist nur, ich traue mich jetzt, diese Frage zu stellen, weil ein ehemaliger Staatsanwalt neben mir sitzt. Dennoch die Frage, führen sich Journalisten heute nicht schon teilweise wie Staatsanwälte auf? Das war an mich, ja. Wir haben vor einigen Jahren in Berlin eine vergleichende Befragung der Hauptstadtkorrespondenten und der Bundestagsabgeordneten gemacht.
Und eine der Fragen lautete, wie viel Macht haben die Medien über die Politik? Und die andere, wie viel Macht haben die Politik über die Medien? Erstaunlicherweise stimmen die Bundestagsabgeordneten und die Hauptstadtkorrespondenten überein in der These, die Medien haben mehr Macht über die Politik als die Politik über die Medien. Es gab eine ähnliche Befragung 1972, da haben die Führungseliten aus den verschiedenen Medien, das ist von der Stichprobe nicht gleich vergleichbar, es waren damals bundesweit, damals haben beide, die Journalisten und die Politiker, darin übereingestimmt, dass die Politik mächtiger ist als die Medien. Das heißt, die Machtverhältnisse aus der Sicht der beteiligten Akteure haben sich umgekehrt. Die eigentliche Pointe liegt aber in Folgendem. Wir haben an einer anderen Stelle des Fragebogens gefragt, wie viel Macht sollen denn eigentlich die Medien und die Politik haben? Und dann kommt bei dem Bundes, das ist sehr kompliziert erfragt, weil man das natürlich nicht einfach so fragen kann, da würden die Leute ihre Meinungen abstimmen, das ist eine halbierte und geviertelte Stichprobe, also ich will das methodisch nicht erklären. Der Kern ist, die Politiker, die Bundestagsabgeordneten, die wären froh, wenn die Medien und die Politik weniger hätten, aber beide gleich viel. Die Journalisten in Berlin sind auch froh, wenn die Medien und die Politik weniger hätten, aber der Machtüberhang der Medien über die Politik, der heute schon existiert, soll in Zukunft noch größer sein. Hier dokumentiert sich im Bereich der Hauptstadtkorrespondenten ein Machtanspruch, den man sich mit Sicherheit vor 20 Jahren nicht vorstellen könnte. Und hinter diesem Macht oder mit diesem Machtanspruch hängt natürlich auch zusammen, dass die deutschen Medien eine Macht haben, die sie früher nie hatten. Die haben zwei Bundespräsidenten und zwei Bischöfe aus dem Amt gekippt innerhalb von wenigen Jahren. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Hier ist also eine gravierende Veränderung und mit dieser Veränderung geht etwas anderes einher, das will ich aber nur kurz andeuten, nämlich beide Seiten, Politiker und Journalisten in Berlin, sind Rivalen nicht nur um Macht, sondern auch um Moral. Beide halten die moralische Integrität der anderen Seite für extrem fragwürdig. Hier stehen sich zwei Gruppen gegenüber, die sich schlicht... Herr Kepplinger, Herr Prantl widerspricht. Ja. Sie haben zwei Bischöfe angesprochen. Thebaut von Elst ist nicht aus dem Amt geschrieben worden. Er hat sich schon selber aus dem Amt gekickt. Und das war glücklicherweise ein Papst, der ihn dann aus dem Amt entfernt hat. Und es ist auch nicht so, dass es früher nicht gegeben hätte. Wir haben heute ein paar Mal vom Spiegelskandal gesprochen. Franz Josef Strauß musste zurücktreten, weil der Druck der Öffentlichkeit so stark war. Also es ist nicht völlig neu. Ich gebe Ihnen zu, die in Anspruch genommene Macht steigt tatsächlich. Und man muss sich fragen, wie wird sie kontrolliert? Andererseits... Ich war mal Staatsanwalt, ich war mal Richter, ich bin jetzt Journalist. Wenn ich die großen politischen Skandale, die echten Skandale, nicht die Per Steinbrück-Kleinigkeiten betrachte, die großen Skandale dieser Republik, von der Spielbankenaffäre in Bayern bis hin zu den Parteispendenskandalen der jüngeren Zeit. Welche dieser Skandale mit strafrechtlichem Einschlag, wohlgemerkt, sind von den dazu zuständigen Behörden, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten tatsächlich aufgeklärt worden? Fast keine. Und Aufklärung in manchmal maßvollem, manchmal weniger maßvollem Umfang hat der Journalismus geleistet. Ein aufklärender Journalismus, Herr Kepplinger, den es tatsächlich gibt und den es auch heute noch gibt. Und wenn ich mir, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, anschaue, was in den letzten zwei Jahren von der Süddeutschen Zeitung, von den investigativen Kollegen aufgedeckt worden ist, von den Steuer-Offshore-Leak-Skandalen, den großen Geldanlagen irgendwo auf irgendwelchen Inseln, bis hin zu den Bereichen Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus. Es ist schon eine Aufklärungsleistung da, für die Presse berufen ist und wegen der es die Pressefreiheit gibt. Es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Völlig d'accord, völlig d'accord. Vielleicht Rollentausch, Herr Steinbrück. Sie sind jetzt Herr Prantl, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Was wäre denn Ihr Anspruch an die Journalisten? Naja, dazu will ich berichten, dass mein erster Berufswunsch ja Journalist gewesen ist. Lässt sich auch noch machen. Ja, viele Redaktionen sind froh, dass ich das nicht geworden bin. Aber ich habe gelegentlich
die wechselhafte Erfahrung gemacht. Ich war eine Zeit lang, durfte ich Kommentare in der Zeit schreiben, also da war ich journalistisch tätig und ich habe den einen oder anderen Journalisten erlebt, die bereit waren, auch mal auf die andere Seite des Zauns zu kommen, nämlich in den Bereich der Politik, was ich sehr begrüßt habe. Leider Gottes anschließend mit großen Schwierigkeiten, sich wieder reintegrieren zu lassen, weil sie sehr schnell eine Parteifarbe ins Gesicht geschmiert bekommen haben, nach dem Motto, du warst ja bei dem Starnberg oder dem, egal ob CDU, CSU oder SPD, und dann haben sie Schwierigkeiten, wieder zurückzukommen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Austausch sehr viel intensiver ist, weil er auch zu einem größeren wechselseitigen Verständnis führt und wieder zu dem Begriff, dass man sich anschließend mit einem größeren Respekt begegnet. Wünschen Sie sich mehr Journalisten in der Politik? Ich wünsche mir generell eine größere Mobilität mit Blick auf das politische Engagement. Das ist in Deutschland sehr abgeschottet, sehr abgeschottet. Und ich bedauere zutiefst, dass auch unter Mitwirkung von Vertretern meiner Partei Quereinsteiger eher verbissen werden, als dass sie aufgenommen werden. Es täte der deutschen politischen Klasse sehr gut, gelegentlich von den Seiten in Anführungszeichen eine gewisse Frischblutzufuhr zu bekommen und nicht nur über den klassischen Funktionärsweg in politische Mandate zu kommen. Letzte Frage jeweils an die Referenten. Herr Kepplinger, bei dem, was wir heute gehört haben, haben Sie manchmal Mitleid mit Politikern? Ich denke ja. Nicht nur mit Politikern, auch mit Leuten, die in der Industrie eine große Rolle spielen. Natürlich, Herr Brandl, Sie haben recht, es gibt maßlose Missstände und ohne die Medien würden die nicht aufgeklärt, weil die staatlichen Institutionen weniger wach sind als die guten Medien. Aber es gibt auch viele Fälle, wo man sagen muss, hier werden Existenzen vernichtet, psychisch und materiell, und die Gesellschaft will davon nichts wissen. Und das muss man irgendwann mal akzeptieren und wirklich mit wachem Auge betrachten. Herr Steinbrück, wenn Sie Ihren Kindern was zur Berufswahl raten würden, was würden Sie ihnen raten? Politiker, Journalist oder vielleicht doch Rechtsanwalt? Ich habe mich immer sehr zurückgehalten, meinen Kindern irgendeinen Ratschlag dazu zu geben, weil ich mir gesagt habe, das müssen die selber entscheiden. Ich werde nie vergessen, wie mein Sohn eines Tages zu mir gekommen ist, fast mit einer gewissen Trauer im Gesicht, ob ich besonders erbost sei, wenn er nicht Volkswirtschaft studieren würde. Bis ich ihm da auch gefühlsmäßig und emotional das Verständnis geben konnte, dass er alleine entscheidet, was sein Berufsweg ist. Im Übrigen, meine älteste Tochter ist Anwältin. Insofern habe ich die schon in der Familie. Meine zweite Tochter ist in Anführungszeichen Lobbyistin im Tourismusbereich und mein Sohn ist Studienrat. Insofern haben die ihre Berufswahl getroffen. Darf ich einen Gedanken noch aufgreifen, weil ich dazu von Ihnen angeregt worden bin? Gerne. Und auch der kann wieder missverstanden werden. Ich glaube, dass eine Gesellschaft Eliten braucht, nicht Herkunftseliten, Leistungseliten. Und mit Leistungseliten will ich nicht in eine Debatte kommen, dass auch für mich die Pflegerin, die meine Mutter bis zum 92. Lebensjahr gepflegt hat, nicht Leistung bringt. Sondern ich glaube, dass eine Gesellschaft im politischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, auch im intellektuellen Bereich, das was man als die Public Intellectuals bezeichnet, herausragende Begabungen braucht. Und mich beschäftigt zunehmend der Gedanke, vielleicht auch, weil ich jetzt von der großen Bühne verschwunden bin, ob wir in Deutschland eine Entwicklung haben, die man als die Erosion von Eliten bezeichnen kann. Und zwar egal, wo die sind. Das erstreckt sich übrigens auch auf das Management. Die Entwicklung, die dort stattfindet, das Management natürlich auch über Fehlentwicklung, Missmanagement, wissen wir ja alles. Aber was dort stattfindet, ist zunehmend in meinen Augen der zu starke Reflex gegen diejenigen, die exponierte Positionen wahrnehmen, in all diesen Bereichen Wissenschaftler, die sofort angezweifelt werden in ihrem wissenschaftlichen Urteil von Leuten, die gar nicht die Voraussetzungen dafür haben. Genauso wie diejenigen, die Unternehmen zu führen haben, kleine oder große, genauso wie Politiker, genauso wie diejenigen, die auch für die intellektuellen Impulse zuständig sind, ob diese Gesellschaft sich nicht sehr kritisch mit der Frage beschäftigen muss, ob da ein Trend drin ist, der zu einer sehr starken, ich scheue mich nicht zu sagen, Nivellierung und einer Erosion dieser Eliten, die eine Gesellschaft braucht, führt. Und daran ist auch das Verhältnis zu Medien nicht ganz unwichtig. Herr Brandl, vorausgesetzt, Sie müssten die Auflage der Süddeutschen Zeitung steigern, also rein hypothetisch, ja,
Für welche Schlagzeile würden Sie sich entscheiden? Schlagzeile 1, Regierung bringt Steuerreform auf den Weg, oder Schlagzeile 2, deutscher Spitzenpolitiker verliebt in Heidi Klum? Die Schlagzeile 2 werden Sie bei uns nie lesen. Das habe ich mir gedacht. Sie können das Ganze dann noch bilateral beim Buffet erläutern. Ja. Gut. Aber ich würde gerne noch eines sagen zum Eliteversagen. Sie haben ja recht, lieber Herr Steinbrück, dass, wenn es eine Elitenerosion gibt, die Demokratie und die Gesellschaft in Gefahr gerät. Aber das Wort vom Eliteversagen, das ja so oft gebraucht wird, kommt da nicht von nichts. Man kann ein Eliteversagen und wird es die Bild-Zeitung 20 Mal hintereinander schreiben, Herr Kepplinger, und die Süddeutsche Zeitung in jedem Leitartikel schreiben. Man kann es nicht herbeischreiben. Es muss einen Kern haben und leider hat es einen Kern. Auf die Gefahr, dass ich das unhöflich verlängere. Ich gebe Ihnen vollständig recht. Sie dürfen. Wenn ich bei Veranstaltungen von großen Banken bin, die mir jetzt das große Lied des Kulturwandels singen, dann weise ich Sie darauf hin, Sie sind im Verdacht zum Beispiel einen Leitzins Libor und Euribor mit manipuliert zu haben. Sie stehen unter Verdacht, gerade Referenzwerte für die Zinsentwicklung zu manipulieren. Sie stehen im Verdacht der Absprache bezogen auf den Handel mit Kreditversicherungsscheinen. Und Sie wollen mir erzählen, dass Sie einem Kulturwandel im Bankensektor unterliegen. Das ist alles richtig. Der Punkt ist nur, dieser Standort, 80 Millionen Einwohner, viertgrößtes Bruttosozialprodukt dieser Welt, braucht einen intakten Finanzdienstleistungssektor. Daran komme ich nicht vorbei. Unbenommen des Fehlverhaltens, das es am laufenden Band gibt. Und ich bin bereit als Politiker, das alles auch genauso am Namen zu nennen. Die Frage ist nur, wie ich gleichzeitig bei der Aufdeckung dessen, was dort fehlläuft, dem Missmanagement, von mir aus auch den Skandalen, nicht aus dem Auge verliere, den konstruktiven Ansatz, dass ich trotz Bankenkrise, trotz des Fehlverhaltens funktionierende Strukturen zwingend brauche, auch in diesem Bankensektor in Deutschland. Und deshalb nicht alle Banker auch unter einen Generalverdacht stellen kann. Ja, vielen Dank an die Referenten. Sie haben mir viel Arbeit abgenommen, was die Fragen angeht. Im Namen der Stiftung Recht und Gesellschaft sowie Peter Schönberger Partner wünsche ich Ihnen, liebes Publikum, nur noch einen schönen Abend. Ich würde mich freuen, Sie auch zum Symposium 2015 wieder hier begrüßen zu dürfen. Einen schönen Abend, bis zum nächsten Jahr und bleiben Sie mir verschont von Skandalen jeglicher Art. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn Sie alle da vorne kommen.